Sowohl in der Medizin als auch in der klassischen Landwirtschaft geht man davon aus, wenn man ein Problem hat, muss man es schnell lösen mit irgendeinem Hilfsmittel. Ja, das meistens chemischer Natur ist. Wir könnten uns wahrscheinlich auch so ernähren, dass uns das dienlich ist. Und wie siehst du jetzt unser Ernährungsverhalten momentan gerade? Zu viel von fast allem, aber zu wenig vom Richtigen. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn du vom höchsten Gut, das wir haben, ausgehen und das ist unsere Gesundheit. Und da schaut es in Österreich nicht gut aus. Ja. Wir brauchen nur andere Entscheidungen treffen und dann sagen wir ganz viele Menschen, ja, aber ich wäre so bespült und befeuert von der Werbung und von allem, dass ich kann da gar nicht aus, ich kann nichts anderes konsumieren. Die Art und Weise, wie wir heute unsere Lebensmittel anbauen, entscheidet zu einem sehr beträchtlichen Anteil, wie es ökosystemtechnisch auf dem Planeten weitergeht. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Landschaft Leben. Wer nichts weiß, muss alles essen. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Maria Fanninger und bei mir heute zu Gast, ich kann mir die Titel gar nicht alle merken, deshalb muss ich es fast überlesen, weil du so betitelt bist, Professor Magister Dr. Martin Grasberger. Voll schön, dass du da bist. Ich habe schon voll oft die einfach wahrgenommen, auch bei Vorträgen und so weiter, und habe mir immer gedacht, die hätte gern da sitzen und jetzt sitzt da, bin voll froh, dass du da bist. Kurz vor Weihnachten, mein Weihnachtsgeschenk. Hallo. Ja, voll schön. Du bist für alle Zuhörer, ich meine, vielleicht magst du das nachher einfach ein bisschen ergänzen, aber du bist grundsätzlich Mediziner, Gerichtsmediziner, hast auch Umweltmedizin und Ernährungsmedizin als Spezialisierung quasi noch, bist grundsätzlich auch Biologe. Und für uns ganz, ganz spannend natürlich, du bist landwirtschaftlicher Facharbeiter und leidenschaftlicher Gärtner, wie ich das vernommen habe. Und das macht es natürlich spannend, die Kombination, die Dinge aus diesen verschiedensten Perspektiven, die was einfach das Leben betreffen, zu betrachten. Und als solcher sieht es da, was kann man als Mensch wie du? Und was weiß man da alles? Ja, das ist gar nicht so einfach. Also das ist das Resultat von der Neugier, einfach von der immerwährenden seit der Kindheit. Und irgendwann ergibt es sich halt in Österreich, dass du vor deinem Namen diese Titel sammelst. Mir persönlich ist das in dem Zusammenhang relativ egal. Man steigert sich in alle diese Materien rein und sieht dann irgendwann die Zusammenhänge und es wird dann kompliziert, wie wir gerade gehört haben. Zuerst, also das, je mehr du weißt, man sollte meinen, es wird dann einfacher. Du kriegst zwar viele Antworten, aber noch mehr Fragen, die sich stellen, die nicht automatisch sich dabei mit beantworten. Also gerade wenn man eben von unserem Leben, von Gesundheit, von Ernährung, von Umwelt und wie das alles ineinander spielt, spricht, dann wird es kompliziert. Mhm. So komplex, dass man oft nachher einfach als Einzelner natürlich gar nicht weiß, was man eigentlich richtig machen kann und wie man sich ausrichten soll. Wir hätten es gerne immer sehr einfach, aber es geht halt einfach nicht so einfach, wahrscheinlich. Und du hast ja auch in der Pathologie quasi jetzt deinen medizinischen Schwerpunkt am Anfang gesetzt. Oder bis da heraus eigentlich dann gekommen, dass du gesagt hast, ich will eigentlich viel mehr verstehen, was rundherum ist, oder ist das schon viel früher da gewesen? Naja, also ich wollte, wie ich mit der Schule fertig war, eigentlich Tierarzt werden. Das hat sich dann nicht ergeben, dann ist es doch die Humanmedizin geworden. Und natürlich als Mediziner beschäftigst du dich natürlich zwangsweise, logischerweise, mit vielen Krankheiten. Und als Pathologe und auch als Gerichtsmediziner machst du ja auch Untersuchungen von Toten, also die Obduktion. Und das ist dann natürlich, ich habe dort angefangen halt, nicht? Und habe dort erkannt, was für Organveränderungen es gibt und was für Krankheiten du eigentlich alle kennst und versuchst das dann alles neu zu ordnen. Und wie sich halt herauskristallisiert hat, vor allem waren die letzten 10, 15 Jahre relativ spannend, dass das eigentlich der Großteil der Krankheiten, die uns peinigen, die sogenannten Zivilisationskrankheiten, eigentlich ernährungs- und umweltbedingte Erkrankungen sind. Ja? Also unsere Ernährung ist auch Teil unserer Umwelt, alles, was auf uns einwirkt, deine soziale Umgebung, deine Wohnung, dein Arbeitsplatz, das ist auch deine Umgebung, deine Umwelt. Im engeren Sinne, aber auch deine Ernährung. Das ist sozusagen der intimste Kontakt mit der Umwelt, weil das steckst du ja bis in deinen Körper hinein. Also intimer geht es gar nicht, einen Kontakt mit seiner Umwelt aufzunehmen. Und jetzt stellt sich eben heraus, dass fast alle diese Krankheiten, die uns betreffen, umwelt- und ernährungsbedingte Erkrankungen sind, die zwar ein bisschen eine genetische Grundlage haben können, aber der Großteil deines Risikos ist eigentlich deine lebenslange Lebensweise, Stichwort Lebensstil, Ernährung und so weiter. Mhm. Das wissen die meisten. Aber jetzt haben wir gesagt, das ist kompliziert. Jetzt wollen wir ein paar einfache Antworten dazu finden. Was wäre die richtige Lebensweise, die richtige Ernährung, um eben, das würde sich jeder wünschen, so lange wie möglich gesund zu bleiben.
Also man sagt, 70% der Todesfälle quasi haben eigentlich eine Zivilisationskrankheitsursache quasi, in dem Sinne, dass es sind nicht übertragbare Krankheiten. Wir beschäftigen uns jetzt gerade viel mit übertragbaren Krankheiten, das haben wir länger nicht mehr da müssen in unserer Gesellschaft jetzt, weil wir einfach da durch Impfungen und so weiter zu einem gewissen Punkt gekommen sind, dass uns das nicht mehr so beschäftigt quasi. Und ich finde das immer wieder spannend, weil natürlich nach wie vor hat sich da jetzt auch nichts da, durch Corona natürlich nicht, weil ja nur eine gewisse Risikogruppe vom Sterben dann betroffen ist oder wäre. Und von daher ist es schon sehr spannend, dass eigentlich der Großteil dessen, was uns nachher im Endeffekt krank macht, beziehungsweise an was wir sterben, Zivilisationskrankheiten sind. Kannst du noch mal ganz kurz herholen, was so Zivilisationskrankheiten sind jetzt für unsere Zuhörer? Also vielleicht nur ganz kurz, Infektionskrankheiten hat es immer gegeben. Sie sind nur im letzten Jahrhundert massiv in den Hintergrund getreten durch eben die zwei Dinge oder durch mehrere Dinge, überhaupt eine verbesserte Hygiene in unserem Lebensumfeld, Impfungen und antibiotische Therapie. Das ist natürlich eine großartige Errungenschaft. Aber gleichzeitig, wie die Infektionskrankheiten abgenommen haben, haben eben die sogenannten nicht übertragbaren / Zivilisationskrankheiten zugenommen. Jetzt, was sind das für welche? Also das sind vielleicht ganz bekannt natürlich alles, was mit Übergewicht assoziiert ist, vor allem auch Typ-2-Diabetes, das ist eine klassische ernährungsbedingte Erkrankung, aber auch Allergien, Autoimmunerkrankungen, rheumatische Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen, Demenz, Parkinson, nicht Alzheimer-Demenz, Morbus Parkinson, die Schüttellähmung. Und das ist ein ganz ein großer Teil in der Bevölkerung. Ja. Und das ist eigentlich der hauptsächliche Ursprung, also, oder ein Teil des Ursprungs quasi ist auf jeden Fall die Ernährung. Auch. Auf jeden Fall, ja. Also gerade zum Beispiel, was wir jetzt sehr stark sehen, ist eine Zunahme der Fettlebererkrankung. Und nicht die klassische Ursache, das alkoholbedingte Fettleber, die ja dann zu einer über eine chronische Entzündung, zu einer Leberzirrhose führt, sondern auch schon bei Kindern und Jugendlichen, die haben eine Fettleber, eine verfettete Leber, die zwangsweise auf die Ernährung zurückzuführen ist. Ja. Jetzt hätten wir eigentlich den Zugang natürlich durch das, dass wir jetzt grundsätzlich versorgt sind. Also wir hungern nicht. Das ist ja unser großer, schöner Vorteil eigentlich im Westen, wo man das so sehen will. Und wir könnten uns wahrscheinlich auch so ernähren, dass uns das dienlich ist. Und wie siehst du jetzt unser Ernährungsverhalten momentan gerade? Also wenn uns das dazu führt, dass wir jetzt übergewichtig sind, vielleicht müssen wir ganz kurz noch herholen. Übergewicht heißt BMI über 25. Das ist jetzt, ich habe das immer wieder, dass man nachher Menschen sagen, wenn ich das so oft im Podcast sage, vor allem ruft mich nachher irgendwer an oder sagt, ich habe ein BMI von 26 dabei. Ja, ich auch übergewichtig. Und ich habe mir jetzt angewohnt, dass sie sagen, ja. Ja, also der BMI ist eine einfache Kenngröße, die aber nicht immer ganz einfach zutreffend ist, weil die einfach Kombination aus Körpergröße und Körpergewicht ist. Und sie stimmt zwar grundsätzlich, diese Berechnung BMI über 25, wirklich risikoreich wird es über 30 dann, aber wenn jemand sehr viel Muskelmasse hat, ja, und sehr klein ist, dann hätte er auch einen relativ hohen BMI und deswegen muss man da schon schauen auf den Fettanteil und vor allem den nicht unter der Haut den Fettanteil, sondern den Fettanteil, der im Bauch selbst um die Eingeweide herum sich befindet. Das schaut ganz schier aus für den Laien, wenn man sich das mal anschaut, aber es ist sehr eindrucksvoll, wenn man es gesehen hat, wo sich das alles ablagert. Und das ist nicht einfach nur Fett, das ist Depotfett, sondern das ist ein hormonell aktives Organ. Das fördert eine chronische Entzündung, also ein chronischer Entzündungsvorgang, der damit befeuert wird. Und deswegen sagt man, der noch bessere Parameter wäre statt ein BMI der Bauchumfang. Also direkt in Nabelhöhe den Bauchumfang mit einem Metermaß messen. Der sagt noch oder zusätzlich dazu viel mehr aus, weil der sagt eben, ob du dort das Fett speicherst oder nicht. Mhm. Ja, also so klassische Problemstellen, wie manche Frauen sagen, nicht an den Beinen oder unter der Haut, das ist nicht das Fett, das problematisch ist. Problematisch ist das innere Bauchfett. Das heißt, wir würden uns jetzt eigentlich ernähren sollen als westliche Gesellschaft, oder wie soll unsere Ernährung ausschauen? Ja, wenn wir es jetzt mal kurz sagen, was der Ist-Zustand ist, dann kann man mal sagen, auf der ganzen Welt mittlerweile zu viel von fast allem, aber zu wenig vom Richtigen. Also da gibt es interessante Studien, Studien gibt es zu allem, aber ich suche mal schon die raus, die ja gute Aussagekraft haben, entweder sehr viele Leute umfassen oder besonders gut gemacht sind. Und da hat man gesehen, dass über 100 Länder, hat man sich angeschaut, dass wahrscheinlich der größte Risikofaktor von allen, noch vor dem Rauchen, eine schlechte Ernährung ist.
Und da wiederum jetzt nicht, weil man so viel Schlechtes isst, sondern so wenig vom Richtigen. Also der Mangel von ganz spezifischen Lebensmittelinhaltsstoffen oder Nahrungsinhaltsstoffen, zu denen kommen wir vielleicht noch, der dürfte von besonderer Bedeutung sein. Und insgesamt zu viel von allem heißt also zu viel Kalorien, also zu viel Energie einfach, leere Kalorien. Es ist jedem bekannt, Kohlenhydrate, die aber per se nicht schlecht sind. Es ist nur ausschließlich Kohlenhydrate, das waren eben Weißmehlprodukte und viel Zucker oder zuckerhaltige Getränke. Von denen haben wir einfach viel zu viel. Das ist wahrscheinlich auch unsere Industrie generell, wie wir produzieren. Du hast ja in deinem Buch, das, was ich da jetzt gleich erwähnen möchte, das, was das Wissenschaftsbuch 2020 auch wurde, das leise Sterben, da hast du ja auch wirklich über die Themen ganz viel geschrieben. Vielleicht magst du ein bisschen was zu dem Buch auch einfach sagen. Ja, also vielleicht, wie es sich ergeben hat. Nicht? Also ich habe, wie gesagt, ich bin selbst leidenschaftlich gerne am Land unterwegs, kenne viele Landwirtschaftstreibende, bin selbst, wie du sagst, leidenschaftlicher Gärtner, Pflanzenbauer oder wie immer man das nennt. Als Biologe habe ich mich mit Biodiversität und Umwelt beschäftigt und dann lebe ich derzeit im mittleren Weinviertel und da ist sehr viel vorwiegend Getreideackerbau, Monokultur sehr ausgeprägt. Und dann haben wir in Verbindung mit den Klimawandel, Extremwetterereignissen der letzten Jahre oder des letzten Jahrzehnts, habe ich immer wieder gesehen, da stimmt irgendwas nicht, ja, wie da die Hänge runtergeschwappt werden. Und gleichzeitig bist du aber im Hinterkopf, was mit menschlicher Gesundheit zu tun. Und dann ergibt sich mit der Beschäftigung auf einmal irgendwelche Parallelen dazwischen. Sowohl in der Medizin als auch in der klassischen Landwirtschaft geht man davon aus, wenn man ein Problem hat, muss man es schnell lösen mit irgendeinem Hilfsmittel. Ja, das meistens chemischer Natur ist, ist es noch einmal so. Das heißt nicht, dass das alles schlecht ist. Die Frage ist nur, wie liberal wende ich es an? Also wenn ich für jedes Wehwehchen sofort ein Pulver nehme, habe ich zwar das Symptom vielleicht bekämpft, aber die tieferliegende Ursache, warum ich diesen und jenen Schädling oder Pützkrankheit habe, nicht behoben. Und bei der Ernährung ist es ähnlich. Wenn ich jetzt sage, für die menschliche Ernährung brauche ich nur Fette, Kohlenhydrate und Eiweiß, also Protein, das stimmt schon, das sind die drei Hauptkomponenten. Und genauso sagt man analog Stickstoff, Phosphor, Kali für den Boden, für die Pflanzen. Und dann müsste alles passen. Auf einer einfachen, reduktionistischen Sicht kommt das schon hin, es funktioniert ja, aber es fehlt was. Es fehlt der ganze Rest und das sind die Dinge, die in Spuren in der Nahrung ebenfalls drin sind, sowohl für die Pflanzen als auch für die Menschen. Und jetzt kommen wir zusammen. Nicht? Jetzt auf die eine Weise, wie ich Pflanzen anbaue, die ja unsere Ernährung oder über die Zwischenstufe eines Tieres dann unsere Ernährung dient. Und auf der anderen Seite geht es um unsere Ernährung. Und da findest du natürlich einen Kreislauf, das hängt ja zusammen. Also diese ganzen Elemente, ich habe das in dem neuen Buch vor allem zum Schluss dann auch genau beschrieben, wir sind alle Teil dieses Kreislaufs. Also die Elemente, aus denen dein und mein Körper bestehen, das waren einmal andere Lebewesen. Pflanzen, Tiere, vielleicht sogar Menschen, die alle wieder in ihre Einzelteile zerlegt werden. Stickstoff, Phosphor, Calcium und alle Spurenelemente gehen ja irgendwann wieder, es hat ja schon mal ein paar Menschen vor uns gegeben auf der Welt. Die sind ja, die stapeln sich ja nicht im Erdboden, sondern es wird alles wieder zerlegt und wieder in seine Einzelelemente, deren ganze Zahl auf der Erde konstant ist, zerlegt. Und wir essen wieder das und tun es wieder in uns rein. Also wir sind Teil dieses großen Kreislaufs. Das heißt, wir sind eigentlich alles eins. Du sagst das, glaube ich, auch immer, also zumindest habe ich das einmal vernommen, dass wenn du eine Handvoll Ehren nimmst, quasi siehst du auch, wie die Bevölkerung, wie es der eigentlich gesundheitlich geht, dass man das eigentlich schon... Ja, also das, wenn man sagt, wir sind alle eins, dann klingt es ein bisschen esoterisch. Ne? Das ist so ein bisschen Philosophie dahinter. Aber mittlerweile ist es so, dass man die Wissenschaft, was heißt recht gibt, die Wissenschaft sagt selber. Also die neuesten Konzepte heißen One Health, eine Gesundheit. Da ist man davon ausgegangen, Tiergesundheit, Menschengesundheit, Bodengesundheit kann man nicht trennen. Und das neueste Schlagwort ist Planetary Health, also planetare Gesundheit, die ganz klar zu dem Punkt kommt, gesunde Menschen kann es nur auf einem gesunden Planeten geben. Boom, das ist die gesamte Erde damit betrachtet. Wenn man Ökosysteme schädigt oder wenn man zum Beispiel sehr kurzsichtig in unserer Lebensmittelproduktion und im Umgang mit der Biodiversität ist, dann kommt das auf den Menschen zurück. Ja? Und das ist mittlerweile durch zahlreiche Studien einfach belegt und jetzt befeuert durch den Klimawandel. Der hat dem Ganzen noch einen Schub gegeben, das Ganze. Ne? Wenn man das jetzt so betrachtet, Planetary Health Diet oder sowas, ist ein voll schöner Ansatz, also wie wir das uns zu Gemüte gezogen haben, haben wir gedacht, ja, das genauso sehen wir es eigentlich. Wir haben eben
wahrscheinlich in der einen oder anderen Bereich, wir essen zu viel Fleisch, wir essen zu wenig Gemüse, sichere Sachen zum Beispiel, aber auch natürlich dieses im Kreislauf wirtschaften, wir setzen uns ja ein für eine standardgerechte Landwirtschaft, also mit dem vorhandenen Auskämmer, das zu verwenden und das wieder in den Kreislauf zu geben quasi. Und von daher ist das natürlich, also wenn man das so leben würde, würde das natürlich eine Symbiose sein, aber wenn ich jetzt das hernehme, ist das ein schönes Ziel mal oder so irgendwas oder was Abstraktes eigentlich nur, wo ich ganz ehrlich bin und dann ins Leben momentan hinschaue, dann sehe ich eigentlich relativ wenig von dem, dass wir wirklich so, ja, dass wir uns nicht so ernähren, wir produzieren nicht so, wir haben eine unglaubliche Industrie jetzt auch in dem Sinn, dass man von den Lebensmitteln her, also ich sage das immer wieder, wir brauchen nur andere Entscheidungen treffen und dann sagen wir ganz viele Menschen, ja, aber ich wäre so bespült und befeuert von der Werbung und von allem, dass ich kann da gar nicht aus, ich kann nichts anderes konsumieren, ich weiß gar nicht mehr, wie andere Sachen schmecken. Und da sind wir in diesem Zwiespalt, wo wir momentan nicht wirklich rauskommen und wo es wahrscheinlich nur Vision ist oder wo siehst du das jetzt gerade? Nee, du hast jetzt zwei wichtige Punkte angesprochen. Also das ist ja schon eine Theorie, beziehungsweise die Wissenschaft kommt im weitesten Sinne, es gibt ja nicht die eine Wissenschaft, es gibt immer verschiedene Ergebnisse, die man irgendwo mal zusammen sehen muss. Und über diese Planetary Health Diets sieht man ganz einfach, was ist für den Menschen gesund und was ist nachhaltig für den Planeten. Und das ist auch kein Geheimnis mehr, weiß auch jeder, dass wir zu viel Fleisch produzieren und essen und das vor allem mit der Massentierhaltung einhergehend auch Umweltprobleme zu finden sind. Das wissen wir, das wäre das große Ziel. Aber jetzt haben wir zwei ganz wichtige Punkte. Wir haben den Konsumenten, das sind wir alle. Und wir haben die Produzenten, die du auch sehen musst von dem Ganzen. Und jetzt ist die große Kunst, aufgrund dieser Vorgabe, die ja nachhaltig zukünftige Generationen auch noch dienen soll, lebenserhaltend sein soll diese Erde, dass man in unserem Wirtschaftssystem, das kennt auch jeder, über den Lebensmitteleinzelhandel, niedrige Preise, Geiz ist geil und diese Problematik, spielen auch rein Direktzahlungen, spielt Art und Weise, wie einer seinen Hof führt, wie die Produktion ist, welche Produkte das er produziert, an wen er es liefert, zu welchem Preis. Das musst du mit berücksichtigen jetzt in dieser Formel gesunder Planet, gesunder Mensch. Und das ist die Herausforderung. Und da habe ich nicht den Anspruch, alle Antworten dafür zu haben, ihr wahrscheinlich auch nicht, aber das ist unser gemeinsames Ziel. Was muss ich tun in der Produktion, im Handel? Wie muss ich die Primärproduktion unterstützen, beraten? Und wie muss ich auf den Konsumenten einwirken, dass es einfach nicht egal ist, was du zahlst und was du kaufst? Aber sind wir da schon, du sagst ja, es braucht eine landwirtschaftliche Revolution. Sind wir schon in der Revolution? Die spüren wir noch nicht. Wie können wir die anzetteln? Ja, das ist immer eine Frage, wo es dich bewegst. Halt, nicht? Also wenn man sich in seiner Blase bewegt, hat man das Gefühl, es tut sich unheimlich viel. Mhm. Weil im Kleinen tut sich tatsächlich unheimlich viel. Da gibt es also unglaubliche Vorzeigebetriebe, da ziehe ich echt einen Hut, was die Leute machen. Ja? Kann ich nur die Frage ist nur, ist es global oder zumindest österreichweit wirksam oder europaweit? Ja? Und da muss man halt wieder einen Schritt zurückgehen, aus seiner Blase rauskommen und sehen, dass wir halt noch lange nicht dort sind. Ja. Wenn jetzt Österreich, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Österreich, auch mit der österreichischen Produktion, sagen her, wie wir in Österreich produzieren, wenn wir uns da zum Beispiel auch die Fleischthematik anschauen, dann ist es natürlich so, dass wir zu viel konsumieren, aber grundsätzlich, wie wir produzieren teilweise, jetzt, wenn ich mal das Schwein einmal außen vor lasse, dann ist das eigentlich schon eine Weise, wo ich mich jetzt nicht im Weltvergleich sieht. Also nein, das haben wir ja. Genau, sind wir ganz, ganz weit weg. Das ist aber auch bei Menschen noch nicht unbedingt so angekommen, dass man da wirklich einen Unterschied hat, was jetzt die Weltproduktion an Fleisch betrifft und die Produktion in Österreich, dass wir da einfach in einem anderen Kreislauf natürlich sind. Was sind deine Tipps jetzt für Konsumenten, wie sie sich verhalten sollen? Also wie sie, wenn sie die Sicht jetzt auf sowas haben, durch dich vielleicht Inspiration kriegen, dass man das als Ganzheit sieht, was kann man als Konsument beitragen? Also ich kann es verstehen, dass viele Leute mit dem Geld haushalten müssen. Ja, also es hat nicht jeder die Möglichkeit, koste es, was es wolle, einzukaufen, die beste Ware. Das ist einmal ganz klar. Aber es gibt durchaus Leute, die könnten das, indem sie einfach ein bisschen ihr Budget gestalten würden. Weil ich kenne durchaus Leute, die ein gutes Einkommen haben und trotzdem billig aus dem Ausland kaufen und überhaupt nicht darüber nachdenken, woher das kommt. Weil sie dem auch keinen Wert zumessen. Aber vielleicht ist es am einfachsten, wenn du vom höchsten Gut, das wir haben, ausgehen und das ist unsere Gesundheit. Und da schaut es in Österreich nicht gut aus. Ja? Es gibt so einen schönen Vergleich, da gibt es eine Kenngröße, die heißt gesunde Lebensjahre. Das ist also, wenn du jetzt geboren wirst oder die Leute, die jetzt leben, wie viele gesunde Lebensjahre haben die zu erwarten? Nicht allgemein, die Lebenserwartung ist relativ hoch, um die 80, nicht? Männer ein bisschen weniger, Frauen ein bisschen mehr. Aber wie viele davon sind gesund? Also frei von Krankheit, Leiden und chronischen Arztbesuchen und Medikamenteneinnahme.
Und da gibt es eine schöne Übersicht von Eurostat. Das ist also solide Daten, wo in Österreich ungefähr, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, so 56, 57 gesunde Lebensjahre, die wir erwarten, bei einer gleichzeitig hohen Lebenserwartung von etwa 80. Das heißt, den Rest der Zeit belasten wir das Gesundheitssystem und es geht uns ja auch nicht gut. Wir können eine schlechte Gesundheit haben. Und das Leben hat eine zweite Lebenshälfte auch noch, die man ja ohne Gebrechen und Beschwerden und Schmerzen verbringen will. Im EU-Schnitt sind wir dort die vierte oder fünftletzten in der EU. Wow. Wenn wir uns anschauen, in Schweden 73 gesunde Lebensjahre. Jetzt sind aber die Schweden als Menschen nicht eine genetische Besonderheit, genauso wie wir Österreicher uns nicht unterscheiden von unseren Nachbarn genetisch. Ja. Was ist in Österreich jetzt anders, dass wir wirklich so weit unten sind? In dieser, und da gibt es auch noch ein Ost-West-Gefälle. Also im Westen ein bisschen gesünder, im Osten ein bisschen schlechter die Situation. Warum ist das so? Wow, das ist ja voll spannend. Also das ist ja ein Wahnsinn. Also eigentlich könnte man genau das Gegenteil glauben. Also jetzt, wo wir leben, unser Lebensraum und so weiter. Ja, wir haben einen tollen Lebensraum. Wir hören ja in den Medien immer, unser Gesundheitssystem ist das Allerbeste. Das ist es bis zu einem gewissen Grad. Aber ein Teil des Gesundheitswesens ist die Prävention. Genau. Und da geht man extrem wenig Geld aus. Im OECD-Durchschnitt die Hälfte eigentlich, ja, von dem, was andere Länder ausgeben. Und das ist nur so eine Schlagwortprävention, aber der wesentlichste präventive Faktor ist, dass ich alles, was sich um meine Ernährung abspielt. Und Ernährung ist ja auch nicht so ein Gesundheitsapostel, irgendwas, was nicht gut schmeckt oder was mühsam ist oder Rohkost, jeden Tag Karotten und einen grünen Salat ohne Dressing, das ist es ja nicht. Ja? Sondern zwischen gesunder Ernährung und unserem Wohlbefinden steht ja unsere Kochkultur, die in jedem Land ein bisschen anders ausschaut, aber die Jahrhunderte alt ist. Und wo wir eben aus einfachen Dingen unheimlich großartige Dinge zaubern, also Gerichte zaubern, die sind nicht nur, Essen hat ja mehr als nur die Ernährungsbedeutung, sondern wir haben ja eine soziale Bedeutung, wenn du gemeinsam am Tisch sitzt, ein psychisches Erleben hast du, ein sinnliches Erleben beim Essen, das ist ja viel, viel, viel mehr. Ja? Und also wenn ich das Ziel vor Augen habe, also die Ursache dafür ist ja, man nennt das Health Literacy oder Eco-Literacy, dass die Leute zu wenig Bescheid wissen. Viele Kunden stehen im Geschäft und wissen einfach nicht, was für sie was gesünder wäre. Weil die Werbung sagt einer ja permanent irgendwas, überfordert durch die Werbung. Wenn ich aber weiß, was für mich langfristig wahrscheinlich die bessere, die gesündere Ernährung ist, die vielleicht auch gleichzeitig umweltverträglich, nachhaltig ist, kann ich diese gesunden Lebensjahre massiv verlängern. Dann komme ich vielleicht Richtung Schweden. Also es wäre überhaupt nicht schwer, bei uns genauso 70 gesunde Lebensjahre zu haben. Was heißt das jetzt, also wenn ich jetzt hernehme, 56 Jahre, dass ich ab 56 dann anfange, wirklich Medikamente nehmen zu müssen? Im Durchschnitt. Genau. Ja, das ist der statistische Schnitt jetzt. Mhm. Ja. Wow, das ist ein Wahnsinnszahl. Also das, vor allem der Unterschied ist unglaublich. Und dass wir unter dem EU-Durchschnitt sind. Und es gibt ja durchaus Länder, auf die wir ein bisschen hinunterschauen und sagen, die haben nicht lange so einen Standard. Weil du weißt, wir haben einen großen Bio-Anteil, wir sind da Vorzeigeland irgendwo. Überhaupt auch... Die Leute kommen zu uns, machen Urlaub, weil die Natur so schön ist und trotzdem stimmt irgendwas nicht. Da hätte man echt einen Handlungsbedarf. Ja. Ist mir so jetzt auch gar nicht bekannt, finde ich voll spannend, dass da nie publiziert wird drüber, weil das ist ja eigentlich voll interessant. Wird eh, aber es ist sozusagen nicht an vorderster Front. Und jetzt verbindet das mit einer Pandemie, die ja bekanntlich vor allem Leute trifft, die Vorerkrankungen in diesem Bereich haben. Und das sind eben Übergewicht, Typ 2 Diabetes und Stoffwechselstörungen in dem Bereich. Ja. Die haben ein höheres Risiko für schwere Verläufe. Das ist einfach auch publiziert. Und jetzt hätten wir ja schon 2 Jahre Zeit gehabt, den Leuten zu erklären, dass diesen Risikofaktor, den kann man jemanden ziemlich leicht nehmen durch Ernährungsintervention. Auch dazu gibt es großartige Studien, die in einem Land mit einer ziemlich schlechten Ernährungssituation gemacht worden sind, wie in Großbritannien, wo man durch simple Ernährungsumstellung und Intervention Typ-2-Diabetiker innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr, die erste Studienauswertung war nach einem Jahr, die Hälfte davon waren normal. Also die haben einen normalen Blutzuckerspiegel dann gehabt und waren geheilt, unter Anführungszeichen, man sagt Remission, nicht? Also dass das symptomlos, symptomfrei ist. Also man hätte ein Jahr Zeit, indem man den Leuten auf Druck erklärt, was für sie richtig wäre und könnte die Risikopopulation halbieren in kürzester Zeit. Mhm. Das heißt, durch die Zahl eigentlich legitimiert sie eigentlich auch, oder sieht man eigentlich, dass wirklich wir einfach ein höheres Risiko tragen, sozusagen, als Gesamtgesamtgesellschaft, sozusagen. Ja, ich meine, es gibt epidemiologische Studien, die haben gezeigt, also das Epidemiologie muss man aufpassen, das sind nur Korrelationen, Zusammenhänge, keine Kausalitäten. Aber die haben gezeigt, dass in Ländern, wo vorwiegend pflanzenbasierte Ernährung oder Pflanze und Fisch, also so Pesketarier, Flexitarier Ernährung im Vordergrund steht,
viel weniger schwere Verläufe sind von dieser Infektionserkrankung. Mhm. Vermutlich hängt es mit der Ernährung zusammen. Ja. Und es gibt auch schon Studien, die darauf hinweisen, das haben wir noch nicht angesprochen, dass das vielleicht über das Mikrobiom vermittelt wird. Genau, da kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Zum großen Thema, das du auch in deinem Buch voll gut beschreibst grundsätzlich und einfach immer wieder gehört wird, quasi von vielen Seiten jetzt einfach schon als der zukunftsträchtige Bereich einfach im Gesundheitsbereich beziehungsweise im Zusammenhang mit der Ernährung basierend gehandelt wird, das Mikrobiom. Das Mikrobiom im Zusammenhang mit dem Darm, was ja grundsätzlich aber überall anders auch oder zumindest auch im Boden zum Beispiel auch vorkommt und so weiter. Mikrobiom, was ist Mikrobiom genau? Also ich habe es im ersten Buch schon anklingen lassen, weil mich das so fasziniert und viele meiner Zuhörer und Leser hat das sehr interessiert, habe ich es dann nochmal ausführlicher ausgeführt. Also das Netz des Lebens, das ist das Buch, was jetzt gerade von dir rausgekommen ist. Das ist gerade vor 2 Monaten rausgekommen, genau. Ja. Und das baut darauf auf, also das ist vielleicht Band 2 von 3. Wenn wir mal schauen, ob es dann noch einen dritten, der das Ganze abschließt, gibt. Und da geht es noch mehr ums Mikrobiom. Ja, weil das Mikrobiom für mich eigentlich deswegen so spannend ist, weil es die zentrale Größe ist, die uns mit unserer Umwelt verbindet. Wenn man genau schaut, du musst nur in verschiedene Wissenschaftsbereiche reingehen. Es gibt ja die Bodenkultur oder die Bodenwissenschaften, ökologische Wissenschaften. Jeder beschäftigt sich durch die neue Technologie. Ist es eben möglich geworden, dass man sich mit den Umweltkeimen, Mikroben auseinandersetzt. Das sind natürlich sehr viele Bakterien, aber auch Pilze, Viren etc. Und das wissen wir, das gesundes Bodenleben und so, das ist... Im Darm wissen wir es auch schon länger, da hat man es Darmflora genannt. Ja. Eine gesunde Darmflora, das war meistens in der Alternativmedizin, irgendwie hat man gesagt, das musst du irgendwie gut erhalten. Und jetzt, wo wir es aber analysieren können durch die moderne Technik, das ist noch nicht, das sind die letzten 5 bis 10 Jahre, ist das so richtig in Fahrt gekommen, die Mikrobiomforschung, entdeckt man das mehr oder weniger, brechen wir es auf einen simplen Satz runter, unsere gesamte Welt, wie wir sie kennen, basiert auf mikrobiellen Stoffwechselprozessen. Alles. Dass da draußen eine Vegetation gibt, dass wir gesund sind. Die Rinder haben ein Pansenmikrobiom, wenn das gestört ist, dann funktioniert der ganze Verdauungsapparat nicht, deren ganze Lebensgrundlage basiert auf dem, das habe ich ja da sehr ausführlich beschrieben. Das wissen wir natürlich schon lange aus der Veterinärmedizin und so weiter, dass der Pansen mit seiner Besiedelung, kann ja auch fehlbesiedelt, gibt es ja Krankheiten, die dann entstehen können, wenn es den Rindern nicht gut, oder Wiederkäuern allgemein nicht gut geht. Und das Netz des Lebens ist ein ganz wesentlicher Teil, die Verbindung von unserer Gesundheit zu unserer Umwelt, die wir bis jetzt nicht gesehen haben, ist dieses Mikrobiom. Die Gesamtheit aller, also man muss jetzt sagen, eigentlich heißt es Mikrobiota, das sind die Lebewesen selbst, und das Mikrobiom ist deren genetische Gesamtinformation. Also Darmmikrobiom, das sind die ganzen Gene, die alle Bakterien in unserem Darm haben. Warum schaut man da auf die Gene? Weil die sozusagen die Blaupause sind für deren Stoffwechselmöglichkeiten. Und jetzt stellt sich tatsächlich raus, bei allen Krankheiten haben wir es noch nicht ganz schwarz auf weiß, aber es fängt ja an mit Korrelationen und geht dann immer mehr in die Detailforschung, dass man auch Kausalitäten, also echte ursächliche Zusammenhänge feststellt, dass fast alle diese Zivilisationskrankheiten zumindest eine Verbindung, wenn nicht die Ursache, in einem gestörten Darmmikrobiom haben. Mhm. Also liegt ja einmal nichts näher zu wissen oder darüber nachzudenken, woher kommen die, wie schaut es grundsätzlich in unserem westlichen Darmmikrobiom aus im Vergleich zum Beispiel zu Leuten, die nur als Jäger und Sammler oder sehr naturnahe leben und was können wir tun, welche Ernährung wäre denn da die richtige, dass unser Darmmikrobiom wieder feiern kann, dass uns gut geht. Und da ist natürlich die Medizin dran. Das Problem dabei ist nur, das kann man nicht so einfach erforschen wie eine Tablette. Eine Tablette hat einen Wirkstoff. Du nimmst 50% der Leute, denen gibst du den Wirkstoff, den anderen gibst du Placebo und dann kann man sehr leicht überprüfen, ob das wirksam ist. Da haben wir es jetzt mit Systemwissenschaft zu tun. Das sind unheimlich viele Faktoren, die ineinandergreifen, die kann ich nicht in so einfachen Studien herausglauben. Und selbst das ist mittlerweile der Wissenschaft schon gelungen. Ja. Obwohl ich es jetzt ein bisschen vereinfache, in dem Sinn, zum Beispiel hochverarbeitete Lebensmittel dienen unser Mikrobiom nicht. Also die Vielfalt des genau, Mikrobioms quasi. Genau, das ist der Punkt. Also, wenn du jetzt das Mikrobiom als neue Variable in die Gleichung hineinbringst, was zum Beispiel die Zulassung von Chemikalien betrifft, das können Pestizide sein, das können aber auch Lebensmittelzusatzstoffe sein. Alles, wir haben ja tausende Chemikalien, die in unserem Umfeld permanent eine Rolle spielen, von denen nicht alle schlecht sind. Aber wenn du jetzt das Mikrobiom noch mit reinbringst, und wir wissen, unsere Gesundheit ist unabdingbar mit diesem Mikrobiom verbunden, dann müssen wir schauen, wie wirken denn diese Substanzen auf das Mikrobiom.
Weil vor vielen Substanzen haben wir ja gesagt, na, die wirken auf den Menschen nicht. Stimmt, auf den Menschen, auf unsere Körperzellen nicht, aber sie wirken auf das, was mit uns unsere Gesamtheit ergibt. Wir sind ein sogenannter Holobiont, ein Gesamtlebewesen. Also meine Körperzellen und ungefähr die andere Hälfte sind die Bakterien und Mikroben, die in und auf mir wohnen. Und ich kann nur sagen, etwas ist nur dann gut oder schlecht für mich, wenn es meinem Körper und meine Mikroben gut oder schlecht geht. Und nicht nur mir. Und so simple Nahrungsmittelzusatzstoffe wie zum Beispiel Emulgatoren zum Beispiel, die an sich wirklich harmlos sind, aber in vielen Sachen drin sind, hat sich herausgestellt, nicht so gut fürs Mikrobiom. Oder viele Medikamente, die gar keine Antibiotika sind, irgendwelche Schmerzmedikamente oder sonstige, hat man sich jetzt angeschaut, wirkt das irgendwie auf unser Mikrobiom? Ja, es wirkt und meistens nicht gut. Und jetzt wird das auch spannend, weil viele Dinge, die bis dahin noch sogar so, ja, kann man schon reingeben. Ich meine, natürlich haben wir schon gewusst, dass eine selber gemachte Mayonnaise wahrscheinlich besser ist, als eine, die halt mit Emulgatoren arbeitet, damit das schön zusammenhält, die Fette und die wässrige Phase. Jetzt ist es kompliziert worden. Jetzt sind sogar diese Produkte, im Übermaß zumindest genossen, nicht sonderlich gut fürs Mikrobiom. Und eben simple raffinierte Kohlenhydrate zum Beispiel. Aber sowas konsumieren wir halt in wahnsinnigen Mengen. Ja. Ich merke das immer wieder in Gesprächen mit Konsumenten und Konsumentinnen, dass man diese verarbeiteten, hochverarbeiteten Lebensmittel da denkt man gar nicht drüber nach. Und beim Apfel wird immer wieder diskutiert, wie viel Rückstand von irgendwelchen Pflanzenschutzmitteln ist da drauf oder so irgendwas. Und dann hole ich immer her, es wäre besser, statt diesen Schokoriegel oder Schokokeks wahrscheinlich trotzdem Obst zu essen oder Gemüse zu essen, wo vielleicht auch Rückstand drauf ist, kann man das einfach so sagen, ich traue mir das immer wieder, weil man denkt, Wahnsinn, wir essen so viel Blödsinn und dann überlegen wir beim Obst und Gemüse die ganze Zeit, denken wir über die Rückstände nach. Natürlich möchte ich nachher auch noch eingehen, dass das genauso Auswirkungen hat, aber wie sagst du so eine simple Aussage? Also das sind natürlich, auf das bin ich auch sehr stark in dem Buch eingegangen, wir machen bei allen Dingen eine Kompromisslösung. Weil ich bin der Letzte, der sagt, dass alle Medikamente schlecht sind. Wir haben Medikamente, die sind lebensrettend. Und mit Hirn und Herz eingesetzt, ist das eine gute Erfindung. Aber mit Maß und Ziel. Und vieles von dem, was wir tun, ist immer eine Kompromisslösung, wo man ein bisschen eine Schädigung in Kauf nimmt, dafür auch die positive Seite sieht. Wenn jetzt jemand überhaupt kein Obst und kein Gemüse isst, dann ist es wahrscheinlich für ihn gesünder, wenn du sagst, dann ist egal, ob die teilweise mit irgendwelchen Rückständen belastet sind oder nicht, solange du nur diese Lebensmittelgruppe überhaupt einmal in deinen Speiseplan mit aufnimmst. Wenn du aber von Haus aus schon einer vielfältigen Obst- und Gemüseernährung und was weiß ich was noch alles, ja, täglich huldigst, dann ist schon gescheiter, auf rückstandsfreie Produkte zu setzen. Was ist jetzt rückstandsfreies Produkt? Weißt du, also du hast jetzt also Pflanzenschutz generell, also vielleicht nochmal ganz kurz hergeholt für alle Zuhörerinnen auch. Pflanzenschutz gibt verschiedene Pflanzenschutzmittel gegen Pilze, gegen zum Beispiel Schädlinge und auch natürlich gegen Unkraut. Herbizide nennt man die zum Beispiel. Ich habe ein bisschen vernommen, du bist eigentlich jetzt von der Sicht her grundsätzlich offen, aber jetzt einfach, was Herbizide betrifft, auch ein bisschen sind für dich ein bisschen bedenklich. Kannst du uns da ein bisschen herleiten? Also jetzt auch im Biologischen, ich muss das auch immer herholen, weil das viele Menschen einfach nicht wissen, auch im biologischen Landbau werden einfach Pflanzenschutzmittel verwendet, keine Herbizide, aber Insektizide und Fungizide, also gegen Pilze und Schädlingsbekämpfung, die sind zum Beispiel sind einfach Gifte, die was in der Natur auch vorkommen, quasi, die man nachher gezielt verwendet. Das heißt, es wird schon was hergenommen und grundsätzlich hat Kupfer zum Beispiel auch gegen Pilzgeschichten. Und im konventionellen Bereich ist es so, dass man einfach chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel verwendet. Und natürlich machen wir das zum Beispiel in Österreich, ich meine, das muss ich auch immer herholen, weil das finde ich schon immer sehr spannend, wenn man sich das anschaut, wie weltweit einfach Pflanzenschutzmittel teilweise verabreicht werden, auch zur Abreife von Dingen, quasi jetzt, die was wirklich noch ans Produkt ausgebracht werden. So etwas gibt es in Österreich alles nicht. Wir haben ein starkes Monitoring, wir haben gewisse Rückstände, die nicht überschritten werden dürfen, was am Produkt bleibt, beziehungsweise viel kommen auch mit dem Produkt überhaupt nie in Berührung. Also da gibt es schon eine ganz starke Entwicklung und auch bedacht sein und auch vor allem, ich meine, Pflanzenschutz ist nicht billig, deshalb ist das auch natürlich auch gut so in dem Sinn, dass man einfach wirklich sparsam damit umgeht. Jetzt würde ich das einmal einfach so herholen, dass Österreich sicher vielleicht
in vielen Bereichen anders ist wie andere Länder. Genau. Also wir haben sicher ein gutes Monitoring. Genau, kann man mal Regionalität gegenüber natürlich anderen Produktionen oft vorziehen, wo man mal die Angst hat. Aber jetzt grundsätzlich war von deiner Seite interessant für mich jetzt zu hören, wie siehst du das? Biologischer Pflanzenschutz, konventioneller Pflanzenschutz, was ist am Produkt noch drauf und wie geht das, dass man das, du hast das jetzt schon hergeleitet, dass grundsätzlich jetzt nicht bedenklich ist für unsere Zellen, aber für unser Mikrobiom. Mhm. Und was beeinflusst uns da? Oder was ist da gut und schlecht? Da könnte man jetzt eine extra Stunde drüber plaudern. Das ist halt sozusagen die große Frage. Du musst einfach am Punkt kommen. Das interessiert uns alle heiß. Ja, es ist eben dieser Kompromiss. Ich glaube, jeder kann ehrlich sagen, er will am liebsten unbelastete Lebensmittel haben. Aber da haben wir einen ganz wichtigen Teil ausklammern, nämlich die Produktion. Und bei der Produktion ist es halt teilweise wirtschaftlich für manche Leute echt schwierig, wenn du jetzt irgendeinen Befall hast und du kannst gar nichts einsetzen, dann kannst du eigentlich zuschauen, wie du die Ernte wegschmeißen kannst. Jetzt versucht man halt so wenig wie möglich, nicht? Diese Schadschwelle natürlich zu überprüfen. Und ja, aber das ist unser Dilemma als Mensch, dass wir halt in großem Stile Landwirtschaft betreiben und dabei immer bis zu einem gewissen Grad schädigend in ein Ökosystem eingreifen. Nämlich ganz egal, ob mit oder ohne synthetische Herbizide, auch normale mechanische Bodenbearbeitung ist ein gewisser Eingriff, der nicht immer ganz problemlos abläuft. Unser Ziel ist aber sozusagen, diese Anwendung so gering wie möglich zu halten. Bei chronischer Anwendung über Jahre und Jahrzehnte stellen sich sozusagen als Folge von der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln wieder die neuen Folgen ein, nämlich dass vermutlich die Pflanzen überhaupt weniger resistent sind und dann noch mehr Krankheiten entwickeln und du brauchst noch mehr. Also ein bisschen ein Teufelskreis. Natürlich ist es so, wie die pharmazeutischen Hersteller die anderen Hersteller von landwirtschaftlichen Spritzmitteln das Interesse haben, das zu verkaufen. Keine Firma kann davon leben, dass sie sagt, na, nimm so wenig wie möglich oder am besten gar nichts. Das heißt, aus meiner Sicht ist jeder gut beraten, genau zu schauen, brauche ich das wirklich und brauche ich so viel davon und brauche ich es so oft. Das wäre mal das Erste. Weil das ist nicht so. Das wissen wir bei Medikamenten, vergeht ja kein Jahr, wo es nicht einen Pharmaskandal gibt oder sonst irgendwas. Es wird halt gern viel verkauft. Da geht es ja um viel Geld. Also es sollte mal mit weniger gehen. Die Frage, ja, vom Punkt kommen. Rückstände in der Ernährung. Erstens einmal die Frage der Grenzwerte. Ich bin immer ein bisschen skeptisch. Das heißt jetzt nicht, dass ich alles Grenzwerte oder minimale Rückstandsmengen, Grenzwerte da in Zweifel ziehe. Aber man muss sich trotzdem fragen, woher kommen die? Wann sind die festgelegt worden und wie lange ist das her? Und unter welchen Gesichtspunkten hat man die festgelegt? Und da kommst du dann sehr oft auf einen luftleeren Raum, wenn du sagst, wir haben das so festgelegt. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Wenn man nur sagt, ich bin unter der Schwelle, deswegen ist alles in Ordnung. Es ist siehe Thematik Feinstaub auch nicht. Also ich kann einen fiktiven Grenzwert festlegen, der übrigens immer wieder nach oben wandert bei verschiedenen Belastungen. Je mehr nachgewiesen wird, je weiter wandert der Grenzwert nach oben. Das sind so situationselastische Grenzwerte, das halte ich für problematisch. Und egal wie viel, es ist einfach nicht gut. Also das beste Beispiel wäre eben, da kann man das sehr schön sehen, Glyphosat. Ja? Glyphosat ist günstig und funktioniert super am Acker. Wird weltweit in Riesenmengen eingesetzt. Und es wirkt auf Säugetierzellen nicht. Kann man sagen, ist super. Also dann müsste ja praktisch der Glyphosat-Grenzwert im Bier oder sonst wo in einem Getreide, das müsste vollkommen wurscht sein, weil es uns nichts macht. Und jetzt wissen wir aber aus den ersten Studien, dass das differenziert wirkt auf ein Mikrobiom, sowohl im Boden als auch auf unseren Darmmikrobiom. Und dann ist es eben nicht mehr ganz wurscht, ob in unseren Körperflüssigkeiten bei einem Großteil der Menschen Glyphosat auch nur in Spuren nachgewiesen werden kann. Weil es nicht immer nur eine Frage der Dosis ist. Denn viele Umweltschadstoffe wirken als sogenannte endokrine Disruptoren, also hormonell aktive Substanzen. Und da ist nicht immer Dosis- und Wirkungsbeziehung so da. Die wirken in ganz geringen Mengen über Jahre hinweg und dann so diffus, dass es nicht immer eindeutig nachweisbar ist. Also machen hormonelle Veränderungen, können die Ursache für Krebsveränderungen sein, für ganz unterschiedliche Erkrankungen, Fruchtbarkeitsprobleme etc. Deswegen kann man pauschal sagen, wenn du eine ganz einfache Antwort willst, am besten überhaupt keine chemischen oder Chemikalienrückstände in unseren Lebensmitteln. Das ist aber unter Produktionsbedingungen nicht immer erreichbar. Und dieses Dilemma müssen wir irgendwie auflösen. Jeder kann das mit seinem eigenen Geldbeutel irgendwie versuchen, wenn er sich die bessere Ware kaufen kann. Wir machen nur ein bisschen einen Fehler. Stichwort Getreide. Ne? Wir haben einen Premium-Weizen in Österreich, den verkaufen wir ins Ausland. Der wird uns auch um gutes Geld abgekauft, wie die Italiener brauchen das für ihr Pasta, den Turum. Und damit wir aber dann billig Brot produzieren können, also Massenproduktion, kaufen wir aus anderen EU-Ländern ein billiges Getreide ein.
Qualität ins Ausland, billiges Getreide wieder zurück. Und das ist halt nicht gut. Das ist keine gute Idee, weil dort eben nicht so strenge Maßnahmen oder Regelungen gelten wie in Österreich. Wie du sagst, also Sikkation ist bei uns kein Thema, ist woanders schon ein Thema. Braucht man natürlich die Herkunftskennzeichnung noch, weiß man, wo die Rohstoffe herkommen. Da muss man hinschauen. Das war ganz, ganz wichtig. Ja, hinschauen hilft oft nicht, wenn es genau steht, dann kann ich es natürlich eigentlich auch nicht. Also in der Idealwelt würde das vollkommen rückstandsfrei sein. Ja? Aber sieht man, dass das schwierig ist, vor allem wenn du halt mehr oder weniger ist jeder Anbau eine Monokultur. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, wie in der Natur wächst, es sind immer mehrere Feldfrüchte nebeneinander und die sind natürlich anfällig auf zum Beispiel Schädlinge oder Schaderreger. Das ist, also für mich hat das immer nur dann Sinn, wenn ich auf das schaue, dass ich mich ganzheitlich einfach auch gesundheitserhaltend ernähre. Wenn ich natürlich nur Fertigprodukte esse, dann denke ich mir immer, dann ist das auch schon wurscht. Ja, langweilig, also es schmeckt, es ist halt wirklich, da vergeht einem so viel, also entgeht einem so viel, wenn man nur die Fertigprodukte nimmt, die ja nur eine gewisse Vielfalt im Supermarkt vortäuschen. Wenn du reinschaust, was drin ist, ist es immer das Gleiche. Der Großteil der Kalorien sind halt die Stärkelieferanten wie Weizen und Mais, die halt die Basis für viele dieser Produkte darstellen. Das ist auch ein Punkt, den du einfach immer wieder sagst, dass man grundsätzlich, glaube ich, von 3 Getreideformen eigentlich ernährt werden und ob das eigentlich so die Ernährung ist, die was wir wirklich haben sollen. Wenn ich das immer so, also wenn ich das so wahrnehme, Weizen, Mais und so weiter, in der Menge nämlich auch vor allem, wenn ich dann in der Menge vor allem. Genau, in der Menge, ja. Die, dann führt das. In der Menge und in dem Verarbeitungszustand. Weil der Weizen hat ja schlechte Publicity gehabt in den letzten Jahren. Also was alles hat man alles dem Weizen zugedichtet. Also ich kenne nicht zu denen, die sagen, Getreide an sich ist was Schlechtes. Das wissen wir, dass das schon wahrscheinlich vor der Sesshaftwerdung der Mensch Getreide genutzt hat. Ich trinke gern Bier, ich backe selber mein eigenes Brot. Also Getreideprodukte an sich, Vollkorngetreideprodukte, sind eine Lieblingsnahrung fürs Mikrobiom an sich, wenn es Vollkorn sind. Ja. Aber in der Art und Weise, wie wir es essen, eben raffiniert, Auszugsmehle, das ist alles. Und die Menge macht es aus. Die Menge macht es eigentlich aus. Ja. Und im Endeffekt ist es so, also ich finde es immer ganz spannend, 1 Million Tonnen Lebensmittel haben wir weg, also ein Drittel unserer Produktion geht einmal direkt in die Mülltonne. Und andererseits verhungern, ich habe jetzt gerade auf Ö1 wieder meinen Bericht gehört, alle 3 Sekunden verhungert ein Kind bis 5 Jahre. Also das ist eine unglaubliche Zahl, die was mich voll schockiert hat, wo ich mir dachte, Wahnsinn, wir leben so im Überfluss. Bei uns sind 50% der Österreicher sind übergewichtig, 16% sind adipös, was ja schon ein Krankheitsbild ist. Ich muss das auch immer wieder herholen, weil ich das so oft lese in Zeitungen, dass das keine Feuerkrankung oder keine Krankheit ist. Adipositas ist absolut eine Krankheit. Ja, es ist ein Risikofaktor für viele weitere Krankheiten. Nicht? Auch Krebserkrankungen haben eine Risikoerhöhung durch Adipositas. Also für ganz viele weitere Erkrankungen ist es ein Problem. Ja. Das heißt, weniger essen wäre für uns also jetzt einfach weniger und mehr vom Richtigen, wie du das sagst. Also mir ist ganz wichtig, keine einfachen Schuldzuweisungen. Zum Beispiel viele sagen, ja, die sind ja selber schuld, weil die essen so viel, sind dick und das ist ihr Problem. So einfach ist das nicht. Die sind sozialisiert, das fängt schon früh in der Kindheit an. Das hat auch was mit der Anzahl der Fettzellen zu tun. Das hat was eigentlich schon mit der Entwicklung im Mutterleib zu tun, ob einer später ein Risiko hat für Übergewicht. Das ist eine sehr komplexe Geschichte. Also nur sagen, du musst weniger essen, dann wirst du abnehmen und alles ist gut. Es ist in vielen Fällen ein bisschen komplizierter. Das ist einmal wichtig. Und bei den ganzen Lebensmitteln ist es auch so, dass man nicht einfach irgendjemandem die Schuld zuweisen kann, der ist schuld, weil der verwendet ist oder der will nur Geld verdienen, sondern es ist ein sehr komplexes System, in dem wir da jetzt drin sind. Ich habe es jetzt vergessen, was ich jetzt erst noch einwerfen wollte, wie du geredet hast, aber das ist der Punkt, warum es so schwierig zu ändern ist, weil so viele verschiedene Dinge mit berücksichtigt werden müssen. Ja, das zum Beispiel am Acker. Nicht? Der Einzelhandel verlangt ja eine gewisse Größe von irgendwelchen Feldfrüchten zum Beispiel, ja? Eine gewisse Form, ein gewisses Aussehen und eine gewisse, also es gibt so ganz viele Vorgaben und das führt dazu, dass am Acker schon so viel vernichtet wird, weil es gar nicht einmal in den Handel kommt, weil es den Ansprüchen nicht gerechtfertigt, also gerecht wird. Dann auf der anderen Seite hast du natürlich, der Handel argumentiert, dass der Endkunde will es aber so haben, nicht? Normierte Erdäpfel und Äpfel ohne Druckstellen und so weiter. Und das gehört alles da dazu, das müssen wir alles mit berücksichtigen, damit wir praktisch auf so eine Zero-Waste-Produktion kommen. Mhm. Man muss nichts wegschmeißen. Es ist also unser System mit auch diese Multipack-Einkäufe, ne? Die Leute kaufen dann 5 zum Preis von 1 und dann wird es aber schlecht, weil es zu viel ist einfach. Ne? Kein Maß und kein Ziel.
Und das wiederum ist die Folge von einer geringen Beschäftigung mit unseren Lebensmitteln. Wir beschäftigen uns damit nicht. Das ist für manche aber echt so das Gefühl, es ist ein notwendiges Übel, dass man essen muss, auch noch als so Treibstoff für den Körper. Und das ist eben mehr als das. Das sagt der Hunger in der Welt. Das ist Gott sei Dank weniger geworden als nur vor einigen Jahrzehnten, aber es sind immer nur viele Leute, die hungrig ins Bett gehen, also tatsächlich zu wenig Energie aufnehmen, dass sie überhaupt ausreichend einmal Lebensenergie haben, also gesättigt sind. Aber dann gibt es noch dieses Phänomen des stillen Hungers. Das heißt, die sind norm- oder übergewichtig, die Leute, aber es fehlt einer trotzdem was. Dieser Silent Hunger, der stille Hunger heißt, das zu eingangs angesprochene Problem, es fehlt an Phytonährstoffen, an Spurenelementen, an ganz viel anderen lebenswichtigen Mineralien oder sonstigen Vitaminen, die in den Lebensmitteln drin sind, die aber auf den ersten Blick nicht erkennbar sind, dass es ihnen fehlt. Schon gar nicht, wo man denkt, man ist übergewichtig oder sowas, glaubt man jetzt nicht. Ja, glaub, man hat genug. Genau. Also, und je mehr vom Falschen ist, je weniger gebe ich Möglichkeit, dass ich das Richtige noch dazu esse. Mhm. Also du sagst auch ganz klar, wir hätten eigentlich da ein bisschen einen Handlungsbedarf, was jetzt im Bildungsbereich zum Beispiel, wo man einfach wirklich ja, auch, tut's eh schon ein bisschen was, ne? mehr Wissen quasi vermittelt und da prophylaktisch quasi auch schon das angeht. Ja, ich will niemanden zwingen. Ich glaube, es muss jeder selbst verstehen. Oft ist es ja so ein Zwang und Vorschriften. Und sicher, manche Zwänge sind nicht so schlecht. Also in den Ländern, wo eine Zuckersteuer eingeführt wurde, sieht man den guten Lenkungseffekt schon. Ja? Aber wichtig ist mal, Zucker per se ist nicht schlecht. Der klassische Schweinsbraten mit einer dicken Fettkruste ist nicht schlecht. Kein einziges dieser Lebensmittel ist an sich böse oder schlecht. Es ist die Zubereitung, die Menge, die ich zu mir nehme, und der Mangel an einer Vielfalt. Das ist das Problem, das wir haben. Der Zucker an sich ist nicht böse. Wir wissen aber jetzt auch wieder aktuell, dass vom erhöhter Blutzucker auch nicht ganz günstig ist für solche Infektionskrankheiten, wie die wir gerade zu gewärtigen haben. Mhm. Ja? Also, wir sind nicht gebaut für solche Mengen Zucker. Das ist unser Stoffwechsel ist dafür nicht gemacht. Voll spannend, dass wir eigentlich im Grunde hungern, obwohl wir überhaupt nicht hungern, sozusagen. Also das ja, ist ein innerer, stiller genau, Hunger ist es. Und das Mikrobiom hungert sowieso, bei dem fällt es an Ballaststoffen. Und da haben wir vielleicht auch bei der Antwort, was ist denn die richtige Ernährung? Eine ganz simple Antwort wäre eine ballaststoffreiche. Aber nicht früher, weil man gesagt hat, naja, das fördert halt die Darmbewegung, sondern wir wissen ganz genau, dass komplexe Kohlenhydrate, die unser Körper gar nicht verdauen kann mit unseren Verdauungsenzymen, aber das die Lieblingsnahrung vom Mikrobiom ist. Und das wiederum sind die ganzen Zellwände von pflanzlicher Ernährung. Und zu dem Schluss ist auch die Planetary Health Diet Forschung gekommen, dass eine pflanzenbetonte oder pflanzenbasierte Ernährung das Richtige ist. Und zwar so Vielfalt wie möglich, so vielfältig wie möglich, so umweltverträglich wie möglich. Das heißt, das sollte nicht von Gott weiß vom anderen Ende der Welt kommen. Das haben wir beim vielstrapazierten Wort saisonal und regional Pflanzenvielfalt und alles andere. Die spricht sich ja nicht aus für eine rein vegane Ernährung. Die sagen ja, du kannst Eier essen, du kannst tierische Produkte, können wir ja alles konsumieren. Aber das ist das i-Tüpfelchen, das ist das besonders Feine. Das heißt, da braucht man Premium-Qualität für die der Hersteller, ja, Mastbetrieb zum Beispiel, auch das Premium-Geld bekommt. Da könnt ihr also eigentlich für weniger Stück mehr Zeit investieren, mehr Aufwand betreiben und das müsste also das x-fache kosten. Genau, also das sehe ich genauso. Wir auf den Weg sollten wir uns eigentlich auch begeben, wahrscheinlich. Ja, und ja, ich hoffe, dass man zumindest klingt schon mal gut als Bild, was man sich für die Zukunft zeichnet oder sowas. Wie war es in der Vergangenheit? Das würde mich jetzt so interessieren. Also jetzt, wir haben ja früher viel weniger Fleisch gegessen. Also ich als Kind sogar noch einfach wirklich nur am Sonntag Schnitzel oder so irgendwas oder am Braten. Wir haben mit Sicherheit nicht 7 Tage die Woche Fleisch gegessen zum Beispiel. Weil wir jetzt oft sagen, das ist unsere Essenskultur oder sowas. Ist ja eigentlich nicht wirklich unsere Essenskultur. Waren wir früher, wir haben weniger Fleisch gegessen und das, was jetzt wahrscheinlich so 50, 60, 70 Jahre her ist wahrscheinlich oder noch länger, war alles, was dahinter ist, quasi sozusagen einfach weniger Fleisch essen. Waren wir da gesünder? Jetzt von dem, die Lebenserhaltung war natürlich geringer, aber jetzt von dem, wie wir gelebt haben, was du jetzt zuerst gesagt hast, diese 56 Jahre, was wir in Österreich im Schnitt gesund leben. Ja, damals hat man diese Forschung noch nicht so betrieben. Ja. Aber wenn du das jetzt einschätzen könntest... Wie du sagst, damals waren es andere Krankheiten, vor allem Infektionskrankheiten, waren halt viel schwerer zu behandeln. Also es hat damals auch schon degenerative Erkrankungen gegeben, es hat auch damals schon Herzinfarkte gegeben und komplexe Erkrankungen der ganzen Systeme des Körpers. Aber in dem Umfang, in dieser Zunahme, hat es das nicht gegeben. Ja.
viele dieser Erkrankungen sind natürlich auch Krankheiten des Alters, muss man ganz fairerweise sagen. Je älter eine Gesellschaft wird, je mehr kommen natürlich auch Krankheiten zutage, die mit höherem Alter verbunden sind. Aber wir brauchen uns ja eben nur jetzt uns anschauen, wo liegt denn der Unterschied zwischen Österreich, Malta und Schweden? Warum ist in Malta und Schweden 73 Jahre gesunde Lebensjahre und in Österreich irgendwo 56? Warum? Wir sind dieselben Menschen, irgendwas muss anders sein. Und es ist nicht nur die Ernährung, es ist eben sehr komplex. Und dem widmet sich jetzt immer mehr eigentlich jetzt die Wissenschaft, anerkennt jetzt, dass das nicht so einfach ist, dass man sagen kann, eine Ursache. Bei Infektionskranken ist es ja recht einfach, bei Infektionskrankheiten. Du hast den Erreger, da gibt es ein Mittel dagegen. Das ist also eine gerade Linie. Ursache, Krankheit, Behandlung oder Tod. Das sind die Möglichkeiten, die du dann hast. Jetzt wird es kompliziert. Das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Und es sind der Großteil dieser degenerativen Erkrankungen, die uns an vorderster Front in der Statistik Austria, in der Todesursachenstatistik alle widerspiegelt, die sind ja alle verbrieft und amtlich, sind nicht nur mit Mikrobiom verbunden, sondern sind auch mit einer stillen, niedrig dahinköchelnden Entzündung im Körper verbunden. Also nicht die gute Entzündung, die uns hilft, eine Wunde zu heilen oder einen Infektionserreger zu beseitigen, sondern eine über Jahre ganz niederschwellig dahinköchelnde Entzündung. Und wo wird die aufrechterhalten oder stark maßgeblich befeuert? In dem Bauchfett, das wir innen mit uns tragen. Mhm. Ja? Und deswegen, du siehst, alle Wege führen nach Rom in dem Zusammenhang. Es kommt immer wieder zurück auf ganz wenige Punkte, auf ausgewogenes Mikrobiom, auf wenig intestinale Entzündung, also diese niedrigschwellige körperweite Entzündung. Und die kann das sehr gut mit Lebensmitteln, das weiß die Heilkunde, vor allem Pflanzenheilkunde, schon sehr lange. Das wissen wir schon seit ein paar hundert Jahren, dass die Ernährung vermutlich ein ganz wichtiger medizinisch-therapeutischer Faktor sein kann. Und jetzt haben wir die wissenschaftlichen Grundlagen dafür halt noch als Rufzeichen hinten noch dazu gefunden. Das brauchen wir unbedingt, das müssen wir mehr und mehr nach außen tragen, weil ich glaube, es ist nur nicht wirklich angekommen. Nein, und das muss ja für den Produzenten lukrativ sein, weil der produziert ja gesunde Lebensmittel. Ich habe letztes Mal fast ein bisschen so zum Spaß gesagt, was wäre es, wenn wir die Direktzahlungen abhängig machen, nicht von der Fläche oder nicht nur von der Fläche, sondern von der Dichte der Phytonährstoffe, die in den Pflanzen drin sind, weil die sind es ja, über die haben wir heute noch nicht geredet, aber diese Polyphenole, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die sind erstens einmal eine Lieblingsnahrung vom Mikrobiom, haben zahlreiche Funktionen in unserem Körper. Wo sind die sekundären, vielleicht magst du es ein bisschen erklären, ja, für alle, also sekundäre Pflanzenstoffe, wo sind die drinnen, wo sind sie ausgeprägter drinnen, wo nicht so? Also je bunter das Gemüse ist, je mehr sind es drinnen, kann man sagen, ja. Und je frischer es vor allem ist. Ja. Und das Gemüse soll grundsätzlich, hast du heute schon ein paar Mal gesagt, unser Hauptnahrungsmittel sein. Ja, ich komme mir schon fast vor wie so ein Vegetarier-Papst oder sowas. Aber ich habe selber, also wie 20 oder so war, habe ich damit überhaupt, habe ich jeden Tag Pizza gegessen, mehr damit nicht beschäftigt. Aber es führt kein Weg vorbei, wenn man sich mit Ernährungs- und Kochkultur beschäftigt und dann mit Gesundheit, dann kommst du einfach auf eine Schiene. Und das ist diese saisonale Pflanzenvielfalt. Wir bauen ja auch viel zu wenig verschiedene Sachen an. Es ist ja, die Leute kennen das, also die Kinder, weil du sagst, Bildung. Zum Beispiel dieser Palmenkohl, das siehst du bei uns fast nirgends. Also wie wir im Garten stehen, die sind frostfest, die werden erst gut, wenn der Frost drüber fährt. Ja, haben wir wahrscheinlich einen gemeinsamen Bekannten, ja, aber wie oft Wolfgang Palme. den kenne ich auch, aber die habe ich schon vorher angebaut. Ja. Okay. Und in Norddeutschland ist das sozusagen, hat jeder Ort seine eigenen Variationen, weil dieser tut so, dieser grüne Krauser und wie es alle heißen. So, ne? Ich glaube, man hat sich das ein bisschen, also ich denke immer, wenn ich so an meine Kindheit denke, wir haben einen Garten gehabt und so weiter und man hat irgendwann, der Garten ist immer kleiner geworden. Also es war immer so, dass der Garten, also wir haben, also wirklich, wir haben Marmeladen, Kompott, keine Ahnung, wir haben alles gemacht. Das tut man sich einfach nicht mehr an, weil man einfach in den Supermarkt geht und nachher sagt, da kriege ich das Kompott und keine Ahnung, ja, das kann ich niemals, da kostet mir das Glasel mehr. Wie was ich da, wenn ich das noch alles mache und ich habe heuer wieder Stachelbeermarmelade gemacht seit langem. Und das ist, also da habe ich mich so an meine Kindheit erinnert und habe mir gedacht, Wahnsinn, wir haben Stachelbeermarmelade, ich habe das gar nicht mehr sehen können, weil das ist natürlich super gewachsen und keine Ahnung, und das war halt einfach da und ist wahrscheinlich immer, hat super Vitamine, Vitamin C, keine Ahnung, ist voll gut, aber würde man jetzt eigentlich auch als Frucht, kennt es kaum mehr wer, also die Kinder, die meine natürlich kennen es, weil wir es im Garten haben, aber grundsätzlich kennt das keiner mehr. Wir haben da überhaupt kein Vielfalt mehr. Das ist einfach zusammengegangen, weil man einfach irgendwann zum Fertigprodukt gekommen ist. In den 80er Jahren haben wir das erste Mal gesagt, was, du kochst noch, das ist ja Wahnsinn, mach eine Dosen auf, so ungefähr. Und das hat sich eigentlich jetzt so
in die Richtung weiterentwickelt, mittlerweile ein bisschen anders, dass man außer Haus verzehrt eher, also dass man eher essen geht. Da kriegt man nachher auch eigentlich jetzt vom Fertigprodukt, oder sehr oft ist Fertigprodukt, genau, du weißt auch nicht, wo es herkommt. Convenience, Gastronomie. Da sind wir natürlich auch am Weg, hat natürlich auch wieder andere Gründe. Ich will es ja niemandem verbieten, es hat ja was, essen zu gehen, nicht? Das ist ja an sich jedermanns Recht, aber es ist halt. Aber da wäre natürlich jetzt super, wo man zum Beispiel essen geht und man könnte sagen, ich gehe jetzt essen und ich habe den Bedarf an gewissen Nährstoffen und so weiter und der wird mit dem Essen nachher einfach gedeckt. Das kann ich jetzt eigentlich beim Essen gehe jetzt gar nicht so gut. Beim Kochen selber ist es natürlich auch herausfordernd und wenn du jetzt sagst, also umso vielfältiger als Gemüse, soll das Gemüse eigentlich das Grundbestandteil irgendwie sein und dann soll es die Dinge dazugeben. Das heißt, man isst Fleisch, ich meine, wir essen über 60 Kilo Fleisch pro Kopf in Österreich, das ist einfach viel zu viel. Die österreichische Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 16 Kilo, was eigentlich dann genauso hinkommt, dass man einfach wirklich 2-3 Mal die Woche Fleisch isst und auch Wurst als Fleisch circa und so weiter. Und das heißt, Gemüse soll die Basis sein. Und das ist natürlich überhaupt nicht, gibt es auch Studien darüber, wie wenig Gemüse wir essen. Wir reflektieren uns da überhaupt nicht, dass wir jetzt zum Beispiel schauen, wie viel Gemüse essen wir eigentlich. Und ich denke mir immer, es war so schön, wo man, also es ist momentan so ein Schwarz-Weiß, also gar kein Fleisch mehr oder Fleisch. Und ich finde einfach genau das, wenn ich das schaffe, dass ich weiß, das ist jetzt das Beste für meinen Körper, dann schmeckt dir das genauso gut. Wenn nicht sogar besser, wie wenn ich jetzt irgendwas Fertiges ist. Das ist nur Gewohnheitsgeschichte quasi auch wahrscheinlich. Und von dem her gesehen, wenn es frisch zubereitet ist, ist sicher einfach voll gut. Das heißt, im Endeffekt da zu schauen auf frisches Gemüse, du sagst jetzt mit wenig Rückständen. Ja, unbedingt, ja, sicher. Es geht auch. Und gerade dann wird es ein bisschen einfacher. Also das, was sie in letzter Zeit so etabliert hat, diese sogenannten Marktgartenbetriebe, die finde ich ganz eine spannende Geschichte. Es ist zwar viel Knochenarbeit, die drin steckt, aber das ist so eine kleinteilige, oft unter einem Hektar die Fläche, wo unheimlich vielfältiges Gemüse angebaut wird und wo fast ausschließlich mit Handarbeit gearbeitet wird und mit Insektennetzen und so weiter, aber weitgehend, also die ich alle kenne, alle pestizidfrei arbeiten eigentlich, weil das möglich ist durch den direkten Kontakt auf einer sehr kleinen Fläche. Wenn ich 300 Hektar habe, also kann ich nicht überblicken, da muss ich irgendwo Pflanzenschutz betreiben oder es liegt sehr nahe, es zumindest zu tun. Aber in diesen kleinen, das sind unbelastet, in der Region überall produzieren die saisonales Gemüse. Aber wenn ich natürlich viel Gemüse oder große Flächen bediene, ist das natürlich... Ja, Feldgemüsebau ist wieder eine andere Größenordnung natürlich. Ja. Genau, also als Konsument grundsätzlich gehe ich in den Supermarkt und habe eigentlich dann gar nicht so die Möglichkeit. Wie stehst du zu Bio-Gemüse und Obst? Nein, also ich will nicht sagen, dass ich alles selbst produziere. Also wir gehen auch einkaufen und ich habe das Glück eben... im Umfeld sehr viele Bauern als Nachbarn oder Bekannte zu haben, die mir das verkaufen, was ich nicht selber habe. Ja, gibt es ja ganz großartig. Die Möglichkeit hat man in einer Großstadt oft nicht. Die bauen alles an. Also da finde ich alles, was das ist Bio. Ich gehe halt lieber zu den Bio-Bauern in meiner Umgebung. Das ergibt sich so. Das ist meine persönliche Präferenz. Ich glaube, dass das Richtige ist und ich glaube auch, dass die Zukunft dahin geht. Das hat ja die EU ja auch mit den Zukunftstrajektorien schon erkannt, wo es hingehen soll. Wir müssen den Biolandbau ausbauen. Was ich aber auch wiederum sage, Bio ist nicht automatisch die Lösung für unsere Probleme. Weil Bio noch nicht zwingend damit verbunden ist, dass es immer und ausschließlich dem Boden und der Biodiversität besser geht. Es ist zwar im Schnitt mit einer höheren Biodiversität verbunden, aber... Zum Beispiel in den USA gibt es jetzt den Aufbau bioregenerativ. Das heißt also nicht nur bio, organic, sondern auch zusätzlich bodenaufbauend. Mhm. Weil wir haben ja einen Punkt erreicht, wo nachhaltig nicht mehr ausreicht. Nachhaltig würde ja sozusagen Ist-Zustand, den wir jetzt haben, beizubehalten. Der ist aber teilweise so schlecht, dass wir eigentlich investieren müssen, um den ursprünglichen besseren Zustand zum Beispiel der Böden wiederherzustellen. Mhm. Sieht man in dem Buch, du hast da einen ganz ausgetrockneten Boden auf dein Cover drauf, wie es jetzt auch schon voll oft vorkommt. Es ist dann immer wieder spannend, dass trotzdem man sich in den Böden irgendwas generiert. Das ist für mich erstaunlich. Also das ist wirklich direkt bei Spaziergängen, das ist nicht aus irgendeinem Fotostock, sondern das sind meine eigenen Fotos und ich schüttle immer wieder den Kopf. Und das muss mir ins Bewusstsein der Leute. Nicht? Die Art und Weise, wie wir heute unsere Lebensmittel anbauen, entscheidet zu einem sehr beträchtlichen Anteil, wie es ökosystemtechnisch auf dem Planeten weitergeht. Wie schaut bei so einem ausgetrockneten Boden wie auf dein Cover das Mikrobiom des Bodens dann aus? Umgekehrt, man muss sich nur überlegen, was hätten denn Bakterien? Bakterien haben es gern feucht, warm und dann hat jedes Bakterium so seine Vorlieben, was den Sauerstoffdruck und den pH-Wert und so weiter betrifft. Also die suchen sich ihre Nischen in einem
feucht durchwachsenen, sie gehen gern Symbiosen mit Wurzeln ein, das heißt, sie haben gern Wurzeln auch wieder in ihrer Umgebung. Das heißt, ein permanent durchwurzelter Boden, der die Feuchte gut hält, ist schon mal des Mengens. Das Bodenleben mag das. Vereinfacht gesagt, so einfach ist es ja nicht. Ja? In dem Moment, wo der Boden ausgetrocknet ist und die Sonne drauf brennen kann, da wird es trocken und heiß. Da können nur die Dauerformen von manchen Bakterien überstehen, aber das Leben selbst ist dort nicht mehr existent. Deswegen haben ja manche von den Bakterien in unserer Umwelt beschlossen, in unserem Darm dauerhaft zu leben, weil dort ist feucht, warm, es gibt permanent eine Nährstoffzufuhr von oben und ein Kanalsystem nach unten, die das wieder sozusagen die Abbauprodukte abbaut. Das wollen Bakterien haben. Und wenn du, oder denk noch, wenn man zum Beispiel kompostiert im Garten, den Komposthaufen muss man feucht halten. Weil nur so kann ich denen die Möglichkeit geben, da drin ihre Stoffwechselprozesse am Laufen zu halten, um diese Umbauprozesse in einem Komposthaufen stattfinden zu lassen. Wenn der austrocknet und da lauter Luft dazwischen ist, kompostiert, also dekompostiert das Ganze gar nicht. Wieso siehst du sowas in Österreich oder wieso sehen wir sowas in Österreich? Führt das ist notwendige Know-how oder warum passiert sowas, dass Nein, ich glaube, das hat man einfach nicht gewusst, auf das hat man keine Rücksicht genommen. Das wollte ich zuerst auch noch sagen, weil es hilft ja nichts zu sagen, wir sollen weniger Fleisch essen. Ich finde, eine zwingende Voraussetzung ist, dass ich dem Hersteller, der das Fleisch produziert, in irgendeiner Form unter die Arme greife, dass er die Möglichkeit überhaupt mit weniger Stück, aber mit mehr Qualität zu arbeiten. Derzeit ist es ein Selbstmord, wenn er das macht. Für die meisten, nicht alle. Manche haben alternative Rinderrassen und haben eine Absatz-Abhof-Möglichkeit und können damit gut arbeiten. Aber viele Leute haben diese Möglichkeit nicht und sind im Stich gelassen mit ihrer Produktion und müssen über die Masse, über die Menge arbeiten. Und ähnlich ist es, und da finde ich, muss man eingreifen. Man kann die Leute nicht allein lassen und sagen, ja, das ist halt so, wachse oder weiche oder sonst irgendwas. Ja. So einfach, wir müssen jeden Teil dieser Kette mit berücksichtigen, bis hin eben zum Endabnehmer und dahinter steht dessen Gesundheit. Und in der Landwirtschaft ist es genauso. Man hat halt irgendwann angefangen, die Mechanisierung ist immer größer geworden. Nicht? Die Möglichkeiten an Hilfsmitteln chemischer Natur ist immer da gewesen. Man hat es immer den Leuten erklärt, das musst du nehmen, das musst du, für das gibt es bunte Prospekte und alles. Und ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, dass das alles ein unsichtbares Netz des Lebens ist im Boden, das seit Jahrmillionen funktioniert, im Endeffekt seit es Leben auf der Erde gibt, das sind mehrere Milliarden Jahre, auf das man Rücksicht nehmen muss. Und ich glaube, es ist halt jetzt ein Zeitpunkt erreicht im sogenannten Anthropozän, wo jetzt halt das zum Thema geworden ist. Gerade im Weinviertel gibt es auch Studien von der AGES, die halt versuchen, Szenarien für die Zukunft zu entwerfen, dass man sagt, okay, wie ist denn das, wenn jetzt der Klimawandel ist, wenn die Intervalle ohne Niederschlag größer werden und wenn dann was kommt, kommt alles auf einmal und dann kannst du den Boden eh nicht aufnehmen und verarbeiten. Da gibt es Szenarien für die nächsten Jahrzehnte, dass -50% Ernte zu erwarten wäre, möglicherweise. Ich halt, muss immer mit Vorsicht solche Zukunftsszenarien, weil man ja nicht wirklich weiß, wie es werden wird. Das sind Modellrechnungen, aber die sind nicht rosig. In der Gegend da, im alpineren Bereich, wird es sogar vielleicht ein bisschen Plus geben. Ja. Ja, das heißt, da haben wir einiges zu tun. Muss man berücksichtigen. Muss man eigentlich gemeinsam... Dagegen handeln kann man einfach, indem man einfach renaturiert, dass man einfach... Die Art und Weise, wie man den Boden bestellt, also Untersaaten, Zwischenfrüchte, der Boden nie brach liegen lassen, der Boden braucht Wurzeln. Mhm. Wie heißt es so schön, die Wurzeln von heute sind der Humus von morgen. Und da sind wir in Österreich, das hat sich schon herumgesprochen, also zum Beispiel die Installation vom Bodenpraktikerkurs machen ja immer mehr. Das ist der richtige Weg, aber es muss noch mehr gefördert sein, weil unser aller Ernährung davon abhängt. Und ich glaube, wenn wir uns die politischen Entwicklungen auf der Welt anschauen, wird es immer wichtiger, dass ein Land einen Selbstversorgungsgrad hat, einen relativ hohen, dass man nicht abhängig ist von Import und so weiter. Und da schaut es bei vielen Dingen einfach nur mager aus bei uns. Versorgungssicherheit ist nicht überall gegeben. Man fühlt sich da immer relativ sicher, aber wir müssen da eigentlich als Konsument und Konsumentin auch einfach dorthin greifen, dass man diese Versorgungssicherheit... Und das wäre toll, auf Gemeindeebene zu machen. Ja. Also da haben ein paar Bürgermeister schon sehr gut zugehört, die gesagt haben, naja, eine Gemeinde von ein paar hundert bis ein paar tausend Leuten, wenn man da so ein, zwei Hektar so einen Marktgartenbetrieb in der Umgebung hat, das ist ein krisensicheres Investment. Du hast regionale Produzenten, da kennen alle, wurscht, ob es jetzt die Mobilität ist, die ausfällt, weil der Treibstoff so teuer wird, oder ob es der nächste Blackout ist, weil die Elektrizität und die Kühlkette nicht mehr gewahrt ist. Also wirklich resilient und sicher ist so ein System allemal. Und du weißt, von wem es kommt. Du kennst ihn beim Vornamen.
Ja, da wir haben beim Zukunftsprozess in Weiz mitgearbeitet, die da zum Beispiel auch zu der Thematik sie wirklich autark machen wollen. Ist voll spannend. Und Österreich könnte es natürlich. Wir haben grundsätzlich relativ viel. Also wir haben nicht alles. Und das ist aber Arbeit. Nicht? Also das möchte ich immer festhalten, dass das echt körperliche Arbeit ist. Mhm. Das ist halt nichts mit ein bisschen umeinander fahren mit einem Traktor, sondern das ist extrem viel Arbeit, wenn du das ohne mechanischen Input machen möchtest, sowas. Das ist die gute alte Handarbeit und da sehen wir ja, dass das viele Leute nicht interessiert. Ja? Die das machen, hat man ein bisschen so als Spinner bezeichnet. Ja? Das sind oft junge Leute, die oft gar keinen landwirtschaftlichen Hintergrund haben. Da würde ich jedem, der das skeptisch sieht, empfehlen, sich diese Leute mal im Internet rauszusuchen, vielleicht mit ihnen sogar zu reden, über ihre Produktionszahlen zu reden und über den Output, den die schaffen, teilweise auf ein paar tausend Quadratmeter, und wie es denen wirtschaftlich geht. Ja? Es ist sicher nicht ein Job für jedermann, aber das sind eben keine Spinner, sondern die zeigen eigentlich vor, wie es geht. Und das ist mir am allerliebsten. Und das wäre vielleicht der dritte Teil in diesem Bereich dieser Bücher, dass man jetzt schaut, es gibt ja schon Leute, die das machen. Und nicht immer nur sagen, das geht nicht, weil die haben, wie es begonnen, haben nicht einmal gewusst, dass es gar nicht geht und haben dann begonnen, einfach anhand ihrer Resultate sieht man, dass es funktioniert. Weil es natürlich nicht für jedermann Sache ist. Ja? Also ich will mein Bier weiterhin genießen und dazu braucht man trotzdem auch einen Getreideanbau. Also ohne es geht es halt nicht. Ne? Vor allem so viel Bier, wie wir trinken, was ja so als Biernation ja? ganz gut ist. Ja, dann freue ich mich voll auf deinen dritten Band, quasi. Ja. Jetzt hast du gerade im letzten veröffentlicht, schreibst du schon am dritten Buch? Naja, das Schreiben ist immer eines, das kommt erst. Das ist oft eher so im Kopf, die Ideenfindung und auf was man sich fokussieren möchte. Ich habe in beiden Fällen ist es ein nicht sehr dankbares Thema, weil es sehr interdisziplinär und vielfältig ist. Das heißt, du kannst überall nur kratzen. An der Oberfläche willst du aber den Leser nicht langweilen und kannst nicht überall bis ins Enddetail gehen. Und das ist halt für manche dann verwirrend, die sagen, boah, das ist mir zu viel verschiedene Sachen. Aber es hängt eben alles so schön zusammen. Und es gibt da noch viel mehr zu sagen, wie unsere Umwelt und pflanzliche Ernährung auf uns wirkt. Wir wissen es ja auch nicht. Phytotherapie wirkt ja genauso. Es sind auch Pflanzen. Und die ganzen Blätter, die man so zu sich nimmt, oder Wurzelgemüse, die sind voller Bakterien. Du hast einen Apfel erwähnt. Da gibt es eine schöne Studie aus Graz, die sich das Mikrobiom eines Apfels angeschaut hat. Na, da sind Millionen von Bakterien, da kannst du gar nicht waschen. Das ist im Fruchtfleisch, in den Kernen, überall sind diese Bakterien drinnen. Und die sind alles andere als ungesund. Wir müssen also regelmäßig bakterienhaltigen Nahrung und bakterienhaltigen Dreck zu uns nehmen. Auch da gibt es großartige Untersuchungen und Studien, Kinder, die auf Bauernhöfen aufwachsen, Tierkontakt haben, Stallkontakt haben und damit schlussendlich Bodenkontakt haben, weil die Viecher haben ja auch nur die Umweltkeime auf und an sich und scheiden diese auch wieder aus. Und das sind in den höchst angesehenen medizinischen Zeitschriften publiziert. Also das ist jetzt nicht so das alternative Medizinblatt irgendwo, sondern die sind in den bekanntesten Zeitschriften publiziert, dass da die Kinder im späteren Leben viel weniger an so zum Beispiel allergischen Erkrankungen leiden. Mhm. Absolut, also das zurück haben wir ja schon ein bisschen berichtet. Eine Idee. Ja. Genau, das ist wahrscheinlich generell die Kinder am Land, wahrscheinlich müssen wir alle wieder mal irgendwie in den... Es können aber nicht alle am Land leben, das ist mir bewusst. Aber und wir wollen ja gar nicht wieder vor 70 Jahren leben. ja, sicher, aber das hilft den Naturkontakt maximieren. Mhm. Und auch da hat die moderne Forschung gezeigt, was man in Großstädten tun müsste. Auch da kann man unheimlich viel tun, renaturieren, komplexe... Das heißt Microbiome Rewilding, ja, dass man so viel Vegetation den Leuten wieder in ihrer Umgebung wachsen lässt. Das kann auch mit moderner Architektur verbunden sein, ja, das gibt ja kein Thema. Aber im Hintergrund immer unsere evolutionäre Vergangenheit sieht. Und das war immer ein sehr inniger Kontakt mit der Natur. Und der geht verloren. Ja, also ein amerikanischer Autor hat das als Nature Deficit Syndrom bezeichnet. Ja, das gibt es jetzt nicht wirklich als Krankheit, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht irgendwann einmal eine Krankheitskodierung wird. Der Mangel an Kontakt zu einer belebten Umwelt. Du lebst in einer Wohnung, in zweijährigen Lockdown und hast eigentlich keine Mikroorganismen mehr um dich, weil die Fertignahrungsmittel sind ja mikrobenfrei. Da lebt ja nichts mehr drin. Ja, das wäre... Und der psychische Aspekt, gar nicht, von dem haben wir noch gar nicht geredet. Nicht? Der psychische Aspekt, den grüne, belebte, diverse Natur auf uns hat, das gibt es auch großartige Forschungen dazu. Aber natürlich, ich meine, es gibt ja schon grundsätzlich auch die Aussagen, dass man mehrere Bereiche des Lebens und da Natur und Bewegung in der Natur und so weiter einfach dazu. Wo man jetzt ein Mensch ist, der was gern draußen ist und so, dann weiß man das einfach, wenn es einem nicht so gut geht. Gewusst haben wir es immer oder gespürt. Aber, genau. Wir leben es eigentlich nicht mehr, weil wir einfach andere Lebensmodelle haben. Ja.
Aber ich kann mir es eben gar nicht leisten und will mir es auch gar nicht leisten, dass ich sage, na, ich spüre es oder so. Das finde ich vollkommen legitim, wenn das einer gespürt sind. Ich möchte es gerne schauen, gibt es da Studien, die in die Richtung das belegen? Und das Erstaunliche ist für mich, du findest zu all diesen Dingen mehr oder weniger gut gemachte Studien, die das genau belegen, die das zeigen, warum tatsächlich auf einer ganz wissenschaftlichen Ebene das Spazieren im Wald so gesund ist oder warum die und jene Nahrungsmittel gesünder oder schlechter sind fürs Mikrobiom. Das ist alles mittlerweile da und es deckt sich, und das ist dann das schöne Schlussding, es deckt sich mit traditionellen Erkenntnissen, die wir schon vor 100 Jahren gehabt haben. Wenn du da nachschaust irgendwo, weiß ich nicht, Makrobiotik oder Hildegard von Bingen oder sonstige Sachen. Ja, das hat man schon lange gewusst, nur jetzt kann man es belegen, warum es so ist. Und das braucht man natürlich als Menschen, dass man das auch wirklich wissenschaftlich belegen kann. Sonst können wir nicht wirklich damit was anfangen. Mir ist wichtig, aber da muss ich schon eins sagen, der Mensch handelt nicht nach wissenschaftlichen Erkenntnissen. Da müssen wir uns was einfallen lassen, weil wissen da mal alle, dass das eine gesünder oder schlechter ist. Aber wie bewege ich den Menschen dorthin? Ich will ihn gar nicht manipulieren, aber wir vom Autokauf bis zur Partnerwahl, das sind ja keine rationalen Prozesse, das sind emotionale, intuitive Prozesse, denen man nachgibt. Und so muss es auch, finde ich, sein mit unserer Ernährung und unserer Lebensweise. Das soll von innen heraus ein freudiges Erlebnis sein, dass ich mir dieses und jenes zubereite, dass ich das mit meinen liebsten Leuten zusammen verspeise und auch eine gewisse Naturverbindung da ist. Es muss ein inneres Bedürfnis sein. Wenn ich nur sagt, es ist wissenschaftlich erwiesen, du sollst 120 Minuten pro Woche mindestens in die Natur gehen. Gibt es eine Studie, die das sagt? Mindestens 120 Minuten, das ist sehr wirksam. Das ist nackte, hat keine Emotion. Ja. Aber wenn ich weiß, was es mir an sich emotional bringt, wie gut es mir geht, wenn ich die Zeit verbracht habe draußen, dann ist mir die Studie, es haben ihre 120 Minuten egal. Ich denke mir, die Studie führt vielleicht zu dem, dass man es macht und dann hat man die Erkenntnis und dann geht man aus und sagt, jetzt geht es mir einfach wirklich besser, weil ich gerade draußen bin oder so irgendwas. Das ist nachher die quasi Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnis in dein Leben und das emotionale Erleben quasi. Ja, aber für viele ist halt, die sagen, ich würde gerne Bio kaufen oder das und das oder regional, aber im Geschäft entscheiden sie sich wieder anders. Ja, das ist... Warum ist das so? Ja, das hat... Das haben wir schon ein paar Mal analysiert. Das nennt der Christian Dürnberger, nennt das den Consumer Citizen Gap. Das ist einfach das, wie wir vorgeben zu sein und dann im Endeffekt sind. Ja. Das ist sicher am Point of Sale, zählt sehr viel. Das, wie viel Geld gebe ich aus für das? Das ist was anonymes, grundsätzliches Essen. Das geht zwar, eigentlich, wie du jetzt zuerst gesagt hast, ist eigentlich das, wo man irgendwann daraus bestehen. Eigentlich müsste das Wichtigste sein, was total intim ist. Ja, genau, zu 100% bestehen wir aus dem, voll was Intimes. Andererseits, wenn es anonym ist, ist es ja kein Prestigeobjekt in dem Sinn. Und wir essen es einfach nur, es geht irgendwann wieder aus uns aus, zumindest der Teil. Und es hat keiner gesehen, dass jetzt vielleicht irgendein Einstiegswar oder keine Ahnung, ein Produkt war, das was jetzt nicht meinen Werten entspricht. Und beim Autokauf oder beim Handy, das, was ich einfach da liegen habe am Tisch, das sieht man einfach und mit dem kann ich mich nach außen profilieren. Ja. Und ich glaube, da ist auch so ein Punkt, wo es voll schön war, wenn der Mensch wieder dort hinkommt, dass es sich selber einfach voll wert ist. Also es hat was mit Selbstwertgefühl und Selbstschätzung zu tun, dass man sich das gönnt für sich. Ja. Und das, durch das natürlich, was ich mache, habe ich irgendwann die Entscheidung für mich getroffen, wenn ich eine Gelegenheit habe, mir was Gutes irgendwo kaufen zu können, was mir dienlich ist, dann konsumiere ich das gar nicht mehr. Dann warte ich oder fahre ich heim und habe halt Hunger, dann habe ich halt Hunger und freue mich dann voll, dass ich daheim was essen kann, was jetzt richtig gut ist. Und das ist schon voll spannend, da hat es irgendwo einen Punkt gegeben einfach und ich wünsche mir das für voll viele Menschen, dass die das auch irgendwie haben, dass sie selber das wert sind, dass man einfach sagt, okay, gibt mir das eigentlich nur oder ich tue nur das durch meinen Körper durchlassen, das, was mir wirklich dienlich ist. Genau. Jetzt in jeder Hinsicht. Mit der Begeisterung kannst du die meisten Leute anstecken auch. Und auch unsere psychischen, es ist ja mittlerweile sehr viele psychische Erkrankungen, die einfachsten Sachen wie Depression zum Beispiel, das hängt mit unserer Ernährung zusammen. Wow. Also das ist ja für mich was, wo ich mir immer denke, weil das war zum Beispiel für mich, ich bin im sportlichen Bereich früher ein bisschen unterwegs gewesen und habe einfach im Training quasi mit Menschen immer gesehen, dass Depression sehr oft mit eben zum Beispiel Übergewicht zusammenhängt. Also das ist meine Erfahrung jetzt einfach nicht untermauert und auch nicht erhoben. Doch, ist schon, ist jetzt untermauert. Meine Erkenntnis, ja genau, weiß ich jetzt nicht, aber es ist einfach nur die Erfahrung jetzt, die ich gemacht habe. Und dann habe ich immer gedacht, das ist einfach das Wichtigste, das auszugehen. Und die Menschen haben alle den gleichen, das gleiche Thema gehabt. Die sind nie in die Natur gegangen zum Beispiel. Und das, oder auch sportliche Betätigung und so weiter. Und für mich selber zum Beispiel ist das auch so, wenn ich mich selber mal nicht mag, dann sagt mein Mann, geh laufen bitte. Geh raus. Und im Endeffekt weiß ich selber, dass das gut ist. Dass das einfach voll gut ist. Weil du aber schon ursprünglich diese Erfahrung gemacht hast. Und deswegen suchst du sie auch wieder. Und das, glaube ich, ist das Problem, dass viele Leute,
einfach groß werden mittlerweile in Großstädten. Das Leben konzentriert sich immer mehr in Ballungsräumen. Die kennen das gar nicht. Und wie kann ich mich für irgendwas interessieren, erwärmen oder noch irgendwas ein Bedürfnis haben, wenn ich es gar nicht kenne? Oder warum soll ich was erhalten oder schützen wollen oder mich damit beschäftigen wollen, wenn es nicht Teil meiner Erfahrungswelt ist? Und darum, da schließt es sich für mich wieder, wenn es wissenschaftliche Erkenntnis ist, nachher kann man es einfach mehr, kann man es in die Bildung einbauen und. Nachher wird es als das genommen, aha, das ist gut, das, dann wird es einfach ausprobiert und wenn es ausprobiert ist, dann hast du die Erkenntnis. Ausprobiert, aber, als Erfahrungsbildung. Nicht genau. Nur den Kindern auf der Tafel sagen, was gesund oder was nicht gesund ist, sondern es muss erfahren werden im Rahmen von Projekten oder so irgendwas. Ja, die muss ich ganz kurz noch was, weil das habe ich voll spannend gefunden. Mein Sohn, wie er in der letzten Volksschule war, quasi in der letzten Klasse, haben sie dann einen Tag essen dürfen, was sie wollen haben. Und sie haben eigentlich, ich glaube, fast keine große Klasse, ich bin in einer kleinen Gemeinde daheim, es sind 5 Kinder. Und ich glaube, ein, zwei Kinder, denen war richtig speiübel nachher, weil sie einfach alles gegessen haben, was sie immer gern essen wollten, also Chips und keine Ahnung. Und sie haben richtig gemerkt nachher, das war eine super Erfahrung eigentlich, gemerkt, dass das wirklich schlechtes Essen ist. Also die haben echt ewig nichts mehr, also jetzt in der Intensität, wenn es ab und zu, also mein Sohn, der isst jetzt echt nur mehr Chips zum Beispiel, einfach nimmt sie eine Handvoll. Das schaffst du echt kaum eigentlich. Und das finde ich voll spannend, dass das auch wieder die Erfahrung dessen, dass da Sachen, die was nicht gut sind, vielleicht jetzt einfach mal machen musst, einfach um die Erkenntnis zu haben. Und genauso eben das, wenn du nachher sagst, wie kann ich mich gut ernähren, dass ich jetzt hochkonzentriert arbeiten kann, wo ich Nüsse ist und so weiter. Genau. Dass sie einfach selber merken, mir geht es besser. Das muss man aber selbst beachten, man muss sie beobachten dabei. Man muss sie einfach beobachten. Und jetzt möchte ich aber trotzdem noch mal auf das eingehen, weil das finde ich voll spannend, dass Depressionen, was ja Burnout und so weiter war in den letzten Jahren ja wirklich ein Hype oder ein großes Thema, ist einfach mehr zum Thema geworden aufgrund unserer ganzen auch wieder Lebenssituation, eigentlich mehr Stress und so weiter. Aber da sagst du jetzt, da ist ganz klar auch das Lebensmittel ein Mieterindikator. Das Mikrobiom vor allem. Also bei vielen Formen, das ist ja nicht so einfach die Depression, das ist ja durchaus ein bisschen komplizierter. Die kann man kurzfristig auf eine Neurotransmitterstörung im Kopf zurückführen, wenn man es ganz mechanistisch sehen will. Aber seit wir die Darm-Hirn-Achse kennen und seitdem wir wissen, dass viele Neurotransmitter auch im Darm in Verbindung mit dem Mikrobiom hergestellt werden, hast du jetzt einmal das Mikrobiom schon mal in Verbindung mit deiner psychischen Gesundheit. Das ist eigentlich was Großartiges, weil das ergibt unheimlich viele neue Behandlungsmöglichkeiten. Und von was hängt unser Mikrobiom ab? Von dem, was wir reinstecken in unseren Körper, also unsere Ernährung. Das heißt, über die Schiene des Mikrobioms kommt es zur Verbindung mit unserer psychischen Gesundheit. Das heißt nicht, dass man jeden Schwerstdepressiven mit Salat behandeln kann. Also so einfach ist die Sache nicht. Aber allein das Vorbeugende, dass es zu diesen Stimmungen überhaupt nicht kommt, hängt stark mit der Ernährung zusammen. Gerade in Zeiten wie diesen, wo es wirklich notwendig wäre. Wow. Voll spannende Erkenntnis. Es gibt tolle Bücher, die sich nur mit dem beschäftigen. Ja, die Darm-Hirn-Achse und so weiter. Das heißt, wir haben einfach viele Faktoren, die was viel beeinflussen und man kann einfach das nicht in Schwarz-Weiß sehen, man muss wieder einfach bunt sehen und die Dinge einfach für sich ein bisschen herausfinden, dass sich jeder Mensch für sich einfach anschauen und schauen, was für einen gut ist. Yeah. Und eben unter Rücksichtnahme dessen, was man einfach an Erkenntnissen schon hat, was echt und sehr, sehr sich nicht davon erschrecken lassen. Für manche ist es vielleicht erschreckend, diese Erkenntnis, dass wir nicht allein sind und alles so komplex und kaum nachvollziehbar zusammenhängt. Aber ich sehe eigentlich das Potenzial dahinter, was es eigentlich wieder möglich macht. Es gibt nämlich auch eine Gegenrichtung, auch permanenter Stress und Schlafmangel und künstliches Licht führt über Umwege wieder zu einem negativen Effekt auf unser Mikrobiom. Also es ist mehr oder weniger, und da sind wir jetzt wieder in der Esoterik, so ein Gleichschwingen von allen diesen Dingen wäre der Idealzustand. Und da sind wir noch weit entfernt zu verstehen. Es wäre natürlich jetzt wieder schön, welche Tablette muss ich nehmen, damit das wieder alles in Ordnung ist und dann passt es. Nein, es ist ein vierdimensionales, dynamisches Geschehen, das zu keinem Zeitpunkt in der Zeit gleich ist. Das heißt, das Mikrobiom ist um 8 in der Früh anders als um 8 am Abend und heute anders als in einer Woche. Das heißt, es ist eigentlich die stetige Beschäftigung mit einer psychischen Ausgeglichenheit, mit einer guten Ernährung. Es ist unser gesamtes Dasein da ineinander verquickt. Sehr vieles über das Mikrobiom, nicht nur. Das ist nicht die Antwort auf alles. Aber es war voll spannend, wo man sich als Mensch, also den Körper, den man für das Leben hat, quasi einfach da voll gut wahrnimmt. In dem Sinn, dass man sie einfach kennt, was tut mir gut, was und jetzt, keine Ahnung, wenn ich einen schlechten Tag habe, was muss ich dann essen, dass es mir eigentlich besser geht oder so, ich sehe die Sachen genauso, wie was muss ich ganzheitlich einfach da, um einfach ein gutes und gesundheitserhaltendes Leben zu führen. Kann nur jeden aufrufen, das an sich selbst auszuprobieren. Da haben wir ja ganz Leben Zeit.
haben wir ein ganzes Leben Zeit. Naja, ich habe nicht mehr das ganze Leben Zeit, das ganze Restleben. Das ganze restliche Leben, genau. Und das ist hoffentlich noch lang. Voll schön, dass du bei mir warst, Martin. War echt voll spannend, mit dir zu reden. Ich hoffe, du kommst vielleicht irgendwann wieder mal, weil ich glaube, da hätten wir sicher, spätestens wenn du das dritte Buch hast, das hole ich mir jetzt gleich. Ich bin ja Salzburger. Ja, eben. Ist nicht so weit nach Schlafen. Das war natürlich voll schön. Das hat mich voll gefreut. Ich glaube, wir hätten wieder unglaublich viel zu besprechen. Voll schön, dass du da warst. Und ja, an euch auch ein herzliches Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.